Gut. Da warten wir noch. Passt. Dann wünsche ich einen guten Morgen und willkommen zur Communications Engineering Übung. Diese ganzen Arbeits- und Teilbereiche haben wir mit dem letzten Mal mit dem Stefan abgeschlossen und heute beginnt die zweite Phase der CE-Übung, wo wir uns mit dem etwas größeren Projekt beschäftigen. Was wir heute machen werden, ist, wir werden einmal ganz gleich direkt ins Thema einsteigen und uns anschauen, was geht für den Projekt überhaupt, was kommt da auf euch zu, was erwarten wir. Wir werden euch zeigen, was wird von uns schon bestellt. Also wir haben uns der Co-Gerüst vorbereitet, also der Dominik Zeit investiert, die Infrastruktur vorzubereiten und die Dokumentation zu erstellen. Das wird euch dann der Dominik zeigen. Von hier kommt dann nur ein bisschen Input, weil wir werden, was wir im Arbeitsbereich 2 verwendet haben, was ihr erinnern könnt, dieses AKECA-Framework, das wir für das Projekt brauchen. Da gibt es dann von mir zusätzlichen Input noch, ein paar so Patterns, ein paar Funktionalitäten, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, werde ich mir mal vorstellen. Und eins vorweg, das bekommt ihr auch gleich wieder alles. Das baut auch die Unterlagen zu AKA bauen eigentlich auf den Arbeitsbereich 2 Folien auf, die sind erweitert worden, dass ihr alles in einem Paket sozusagen habt. Und da ist auch entsprechend der Beispielcode, den ihr vorher gekriegt habt, auch erweitert. Darum heißt, ich stelle das alles dann wieder in die Lernplattform rein, plus auch die Unterlagen von Dominik und dann sollte eigentlich einmal klar sein, um was es geht und wie man an das ganze Projekt herangehen kann. Wir haben dann am Mittwoch am Nachmittag, glaube ich, ab 1. 3:42, danke. Das Tutorial, das erste zum Termin. Es ist jetzt relativ knapp von der Zeit, mit heute Themenvorstellung, Mittwoch ist der Termin. Da sollte aber die Möglichkeit gegeben sein, trotzdem, wenn es Fragen gibt, zumindest mal inhaltlich zu diskutieren, ja, wie gehe ich denn an das Problem heran. Ja. Der Termin ist wie immer, dieses Tutorial ist freiwillig. Und es ist halt so gedacht, dass ihr mit Fragen kommt, ne, die Angabe ist uns nicht ganz klar, da ist vielleicht noch inkonsistent von unserer Seite, also wie passt das zusammen oder ich will Probleme im Alltag, dass wir das Projekt aufsetzen, dass wir wirklich loslegen können. Solche Fragen können wir dann da wirklich behandeln und da vielleicht am Ende dann, wenn es wirklich Probleme mit der Entwicklungsumgebung gibt, das individuell lösen. Das heißt, es wäre dann gut zumindest, dass man sich mal die Problemstellung und das Grundgerüst, das bereitgestellt wird, sich zumindest mal bis Mittwoch da mal einen Blick drauf wirft und versucht, das Ganze mal in die eigene Entwicklungsumgebung zu integrieren. Genau. Dann würde ich sagen, dann schauen wir gleich rein. Und starten, wie gesagt, mit dieser AKA-Vertiefung. Ja. Das sind jetzt wieder die Folien komplett, diese ganzen geschichtlichen Aspekte, wie wir gesagt haben, dass das eigentlich schon ein relativ älteres Modell ist und dass auch dieses Reactive Manifesto, diese Designziele mit dem umgesetzt werden können, das lassen wir jetzt mal weg. Was ich da jetzt aber trotzdem nur mal ins Gedächtnis rufen möchte, wenn man nach diesem Ektoparadigma programmiert oder auch Systeme gestaltet, dann ist es so, dass man wirklich darauf denken muss, dass das Verhalten eines Systems, was macht denn meine Applikation, sowohl am Client oder am Server, das ist irrelevant, wo ich die Technologie einsetze, rein dadurch beschrieben wird, welche Actors hier in dieser Applikation definiert sind und wie die miteinander kommunizieren, sprich Nachrichten austauschen. Und wenn ich irgendeine Funktionalität benötige, wir haben gesagt, wir brauchen irgendeinen Actor, der uns Zufallszahlen generiert. Ja. Da werden wir vielleicht irgendeinen Actor brauchen, der uns einen Chatraum verwaltet. Ja. Wenn ich eine neue Funktionalität brauche, dann kommt immer ein neuer Actor hinzu. Ja. Weil, wie der Gründer, also der Jürgen schon gesagt hat, es gibt nichts, was man nicht damit lösen kann, dass man nicht noch einen neuen Actor hinzufügt. Ja. Da muss man ja wirklich diese Denke aneignen und sagen, gut, was ist eine Funktionalität, wie kapsle ich denn das und wie packe ich denn das so in diesen Actor rein mit seiner Nachrichtenschnittstelle? Wie kann ich dann diese Funktionalitäten aufrufen oder was kann ich dann als Ergebnis auch zurückbekommen? Genau. Wie wir schon gesagt haben, es sind Entitäten am System, das rennt auch nebenläufig, diese Actors.
und die können sich austauschen und auch synchronisieren über Nachrichtenaustausch. Und da ist alles auch genau festgelegt, was so ein Actor machen kann. Ja. Und das muss man auch dann überlegen, was kann denn der eigentlich machen, weil ich das für mein Projekt verwende. Ja. So, der kann einmal Nachrichten empfangen, das ist klar. Und dann kann er irgendwie darauf reagieren. Das heißt, er kann eine Nachricht verarbeiten, da werden vielleicht irgendwelche Daten mit dieser Nachricht mitkommen, ja, die irgendwie verarbeiten muss. Zum Beispiel, wir haben gesagt, die Zufallszahlen, die werden dann aufaddiert. Also da kann irgendwas mit diesen Daten machen. Er kann dann basierend auf diesem Erhalt der Nachricht weitere Nachrichten schicken. Das heißt, er kann dann andere etwas anstoßen, weil ihr sollt das auch doch bitte etwas machen. Oder er kann dieses Verarbeitungsergebnis weiterleiten oder zurückschicken als Antwort. Relevant ist auch, wenn es notwendig ist, dann kann er auch, dieser Hector, basierend auf dieser Nachricht oder ausgelöst durch diese Nachricht, beliebig viele andere Actors auch erzeugen oder instanzieren. Ich brauche jetzt nur einen zweiten zusätzlichen, der mir hilft beim Zufallszahlen generieren, dann kann ich den jetzt von mir aus als Actor auch starten. Und, was eigentlich auch in dieser Actor-Denke relevant ist, ist, er kann auch für sich selbst festlegen, sozusagen das Verhalten ändern. Wie reagiere ich denn auf die nächste Nachricht? Sprich von dem Verhalten eines Actors, und das kann der beliebig tauschen. Das heißt, ich kann mir sagen, gut, wenn ich die erste Nachricht kriege, bitte add diese Zufallszahlen, dann reagiere ich so. Und bei der zweiten, die dann reinkommt, kann ich definieren, gut, dann reagiere ich jetzt anders. Relevant für uns werden aber vor allem der erste oder vielleicht auch der zweite Punkt sein. Ja. Diese Actors, unter Anführungszeichen, leben in so einem genannten Actor-System. Gibt es eigentlich pro Applikation oder Applikationskomponente zumindest ein so ein Actor-System. Das ist ein bisschen was Schwergewichtigeres und dann ist es diese ganze Biosphäre dieses Actors ist. Deswegen heißt es, schau mal, dass man eben für diese eine Applikationskomponente oder für eine Applikation ein Actor-System hat und das andere dann in diese Actors packt. Da sehen wir dann auch, weil wir werden das uns dann nachher anschauen, wenn wir zur Kommunikation kommen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Ich habe da meinen Actor und jeden Actor ist eine Mailbox zugeordnet. Das kann man sich vorstellen, wie das Postkastel bei mir da. Und wenn die jetzt untereinander sich Nachrichten austauschen, dann passiert Folgendes. Es kriegt nicht direkt der Actor, sondern der andere Actor legt dem die Nachricht ins Postkastel rein. Und der geht dann halt einmal nachschauen und schaut, was passiert. Und wie sich der die Nachrichten aus dem Postkastel rauslegt, ist auch definiert. Der nimmt sie nämlich nach der Reihe raus. Ja? Immer dann die älteste zuerst. Und das schauen wir uns dann nochmal in einer eigenen Grafik an. Wichtig für uns ist, für den Entwickler, ich brauche nicht explizit am Anstoßen, okay, jetzt schau doch mal in den Postkastel nach. Ja? Das macht das Framework für mich automatisch. Und, wie es bei jedem anderen Postkastel in der echten Welt auch ist, ist es so, dass jeder Mailbox eine Adresse zugeordnet ist. Ja? Und über diese Adresse kann ich diesen Actor oder alle anderen auch adressieren. Das heißt, ich habe jetzt nicht eine herkömmliche Objektreferenz, wie wir es vielleicht aus Java kennen, sondern ich habe ein Objekt, das ist diese ActorRef, und dieses Objekt repräsentiert die Adresse dieser Mailbox. Und auf diese Adresse kann ich Nachrichten schicken. Das heißt, ich schicke es nicht direkt an den Actor, sondern ich arbeite wirklich auch bei der Programmierung, bei der Umsetzung, immer mit diesem ActorRef-Objekt, wo ich die Nachrichten hinschicken kann. Genau, und nur als Erinnerung, das funktioniert auch so, das Ganze. Ich kann jetzt nicht nur innerhalb eines Actor-Systems meine Nachrichten hin und her schicken, sondern ich kann auch sozusagen applikationsübergreifend Nachrichten austauschen. Das nennt sich dann Remote Actor Systems. Bei unserem Framework wird das konkret als AK Remoting bezeichnet, wo ich dann sozusagen auch Adressen von Postkasteln in anderen Actor-Systemen, also die Adresse von anderen Actors, habe und die auch adressieren kann. Genau, das sind jetzt nur die Frameworks. Wir werden uns eben dieses ACCA-Framework ansehen, was eigentlich in der Java- und Scala-Welt oder überhaupt eigentlich die bekannteste Implementierung ist.
Auf der Seite, das habe ich mal hingewiesen, acker.io, findet sich doch eine sehr ausführliche Dokumentation auch mit Design-Patterns drinnen, Vorgehen für Probleme, die man, also Probleme in Anführungszeichen, irgendwelche Design-Aspekte, auf die man relativ oft stößt, wie man an diese herangehen kann mit der Technologie. Also da kann man auch mit durchschauen. Falls jetzt das, was wir hier präsentieren, nicht reicht. Das Video haben wir uns letztens schon mal angeschaut und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zu dem, was jetzt eigentlich neu ist. Was wir uns jetzt nicht so konkret angeschaut haben, außer wirklich mit diesem Tail, mit diesem einfachen Nachrichtensendevorgang, wie kann man denn diese Kommunikation zwischen den Actors realisieren. Und da gibt es eigentlich jetzt dann doch noch mehrere Möglichkeiten, außer diesem einfacheren Tail, wie man das machen kann. Grundsätzlich ist es so, wie wir schon gesagt haben, der Actor empfängt eine Nachricht einmal über dieses, über sein Postkasten. Ne? So muss man eigentlich auch bei der Implementierung denken. Das ist ganz wichtig, das sind, wenn man sich das die letzten Jahre anschaut, oft die mehreren gedanklichen Probleme gewesen, ja, wie reagiert denn der jetzt auf Nachrichten? Ne? Aber das Ganze nebenläufig funktioniert. Wichtig ist, Nachrichten werden nach ihrem zeitlichen Eintreffen sequenziell abgearbeitet. Das heißt, das ist im Prinzip eine Liste und der nimmt sie immer das vordere Element raus und hinten wieder welche Nachrichten angehängt. Und es ist egal, ob das jetzt die Nachrichtenliste alles von einem Actor ist, wenn ich zum Beispiel Actor 1 und Actor 2 habe und der Actor 1 schickt an den Actor 2 immer die Nachrichten, dann kommt das auch in den Postkasten rein. Würde jetzt aber auch der Actor 3 dazu schicken, dann hängt das ganz normal auch hinten an die Liste dran. Und der nächste wichtige Punkt ist, dass das Eintreffen einer neuen Nachricht nicht die aktuelle Operation des Actors unterbricht. Ja? Das heißt, bleiben wir wieder bei unserem Zufallszahlengenerator, den wir gehabt haben. Der kriegt jetzt eine Nachricht. Generiere mir doch bitte 10.000 Zufallszahlen. So, dann fängt er an und ist noch im Zufallszahlen generieren, hat gerade seine ersten 100 sozusagen. Und dann kommt von einem anderen Actor die Nachricht: Stopp, hör doch bitte auf zum Zufallszahlen generieren. Der macht doch trotzdem diesen Vorgang fertig, weil er erstmal diese eine Operation, ich habe jetzt meine 10.000 Zufallszahlen generiert, fertig hat, erst dann wieder in sein Postkasten nachschauen geht, was ist denn die nächste Nachricht. Wenn ich jetzt sowas explizit abbrechen möchte, gibt es dann spezielle Nachrichten vom Ecker-Framework. Aber wichtig ist, der macht das fertig, was ihm angeschafft worden ist, und dann geht er nachschauen, holt sich die nächste Nachricht raus. Ja? Das heißt, man muss aufpassen, wenn ich sage, ich will jetzt, dass der irgendwas anderes produziert und der hat nur 3 Aufrufe drinnen zum neuen Zufallszahlen generieren, dann arbeitet der erst die ab, bis er wirklich zu dieser Stopp oder hört auch auf und macht was anderes Nachricht kommt. Genau, und das schauen wir uns da wirklich in einem Codebeispiel an. Wie kann ich denn festlegen, was der definiert? Ich muss irgendwie an einer Stelle definieren können, was versteht denn mein Actor? Ich kann natürlich sagen, gut, der versteht alles und tut immer irgendwas. Wenn ich das Verhalten aber irgendwie speziell definieren möchte, wie mach doch bitte x Zufallszahlen, berichte mir das Ergebnis, hör doch auf mit dem, mach was anderes. Ja, irgendwelche konkreten Sachen, oder unser Hello-Actor, sag einmal Grüß Gott, dann sag auf Wiedersehen, melde den an, melde den ab, betritt einen Chatraum, schreib in den Chatraum was rein. Das sind ja alles einzelne Aktionen oder verschiedene Aktionen, die ich ja gerne differenzieren möchte, basierend auf dieser Nachricht. Ich sage immer, was ein Actor tut, ist immer definiert basierend auf dieser Nachricht, die der erhält. Und das muss ich irgendwo definieren, wie der eben genau auf diese Nachrichten reagiert. Und das ist in seinem Receive Behavior, wie sie das nennt, definiert, wo ich sagen kann, wenn diese Nachricht kommt, passiert das. Wenn diese Nachricht kommt, passiert das. Und wenn die kommt, passiert das. Dann bedeutet es aber auch, dass er vielleicht gewisse Nachrichten nicht versteht oder auch nicht bearbeitet. Den muss er auch irgendwie umgehen können oder auch nicht. Das Ganze funktioniert, indem man diese Create-Receive-Methode von dem Abstract-Actor beschreibt. Das ist auch einiges getan und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Standardmäßig hat man diese abstrakte Überklasse des Abstract-Actors und den implementiert man in seiner eigenen Actor-Implementierung. Das ist eben ein Punkt, diese Create-Receive-Methode umzusetzen. Und das schaut dann ungefähr so aus. Ja. Das ist immer derselbe
Aufbau, ich habe den Override, Public Receive, Create Receive, das wird mir auch von Entwicklungsumgebung schon so angelegt. Ja. Das heißt, das übernimmt immer. Wichtig für mich ist dann im Prinzip dieser Punkt Match. Das heißt, ich habe oben meine Receive-Builder-Methode und mit der kann ich eben dieses Verhalten anlegen. Und was genau dieses Punkt Match macht, das kann ich auch kaskadierend immer nacheinander aufrufen, ist folgendes. Ich sage, wenn die Nachricht, die ich mir aus meinem Postkasten hole, diesem Nachrichtentyp, also da gehen wir auf die Klasse, entspricht, dann, und da ist jetzt, sagen wir jetzt schon wieder Java 8 Welt, also das ist eine Java 8 Lambda Expression, dann stell mir doch bitte die aktuelle Nachricht, die du aus dem Postkasten geholt hast, unter diesem Namen zur Verfügung. Das heißt, ich habe da im Prinzip jetzt meine normale Referenz drauf, wie wir es aus Java kennen, und kann die dann hier ansprechen. Wie wir da sehen, zum Beispiel calculate irgendein Factor, ja, da kann ich auch eine Methode anrufen, die im Actor definiert ist. Weiter oben, bei der ersten sagen wir, wenn jetzt mir ein String geschickt wird, was tue ich dann? Dann schreibe ich den einfach in die Standard-Out hinaus. Das heißt, das kann ich halt direkt da vorarbeiten. Ich kann auch an dieser Stelle schon addieren oder irgendwas anderes machen. Ja. Normalerweise ist die Empfehlung, ich mache hier bei diesem Receive nur den Aufruf der Methode und also alles, was über Ansatzzeilen hinausgeht und encode sozusagen die Aktionen, die durchgeführt werden von dieser Receive-Methode und habe da wirklich nur das Linking zwischen, welche Nachricht kommt und welche Methode wird aufgerufen. Da muss man sich eben dieses Konstrukt merken, weil wenn man jetzt einfach mit Java 8 vertraut ist und mit diesem Ganzen, was das auslöst, nochmal das Match, sagt er, prüft man jetzt, was passiert, was kommt rein, ist es dieser Nachrichtentyp? Wenn ja, dann mache ich das. Und sonst schaue ich, ob die irgendwo anders passt. Gut. Gibt es konkret zu diesem, wie das Receive funktioniert? Weil man das jetzt nicht vielleicht auswendig hinschreiben kann, ist klar. Das haben wir eh in der Unterlage, aber vom Aufbau, wie das funktioniert, ist das klar ungefähr. Passt. Gut. So, jetzt wissen wir, wie wir Nachrichten empfangen können. Jetzt müssen wir uns nur irgendwie überlegen, jetzt brauchen wir irgendeinen Sendepart von dieser Kommunikation. Ja? Und da gibt es in Akka mittlerweile nur noch zwei Möglichkeiten, das zu machen. Und das eine, das haben wir schon kennengelernt, das ist das Tell. Und das ist eben eine asynchrone Kommunikation und ihr erwartet mir keine explizite Antwort. Das heißt, ich schicke dem aber eine Nachricht, er soll dann machen und ich tue mit meinem Zeug weiter. Und das ist auch das Standardvorgehen, wie man grundsätzlich eine Kommunikation in Ecosystemen abbilden soll. Das heißt, jetzt gibt es die Faustregel, aus Performancegründen und auch von der grundsätzlichen mathematischen Methode dahinter, sollte immer dieses Tell bevorzugt werden. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, das ist dieses Ask. Ja. Das ist auch eine asynchrone Kommunikation, das heißt, der eine Actor bleibt nicht stehen und wartet, bis er die Nachricht kommt, sondern er macht genauso weiter. Habe aber hier die Möglichkeit zu definieren, gut, ich erwarte mir innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eine konkrete Antwort, also eine Antwort eines Typs zum Beispiel. Und die kann ich dann verarbeiten. Wichtig ist aber auch, das schauen wir uns dann an, dass das trotzdem immer eine asynchrone Kommunikation ist. Das heißt, er wartet nicht unter Anführungszeichen wirklich auf die Arbeit, sagt, da immer stehen und wartet, was passiert, sondern der eine Actor schickt dem anderen die Nachricht, macht seine Sachen weiter, da kommt irgendwann mal von dem die Antwort zurück. Das nennt sich Non-Blocking, ja, weil der nicht stehen bleibt und auf das wartet. Und da Faustregel der zweite Teil, dieses Ask ist dann immer nur dann zu verwenden, wenn es wirklich nicht anders umsetzbar ist. So, nochmal zur Erinnerung, das Tell wird auch oft so als Fire und Forget bezeichnet, ich schicke die Nachricht weg und messe und Anführungszeichen innerhalb, natürlich ganz wichtig, innerhalb dieses eines Kommunikationsaustausches, relativ egal, was dann passiert. Und das kennen wir eh schon.
Ich habe immer gesagt, haben immer dieses ActorRef, das wäre erst im Prinzip diese Target-Variable. Ja. Und ich sage, an diese Adresse möchte ich gerne schicken und die stellt mir eben diese Tell-Methode zur Verfügung. Das heißt, auf die Adresse schickt mir doch bitte Tell diese Nachricht. Und wie machen wir es beim normalen Brief auch? Ich schreibe den Absender drauf. Und das mache ich mit diesem innerhalb eines Actors, wenn es Actor mit Actor kommuniziert, gibt es diese GetSelf-Methode und da wird im Prinzip dann meine Actor-Adresse reingeschrieben. Was hat das für einen Sinn? Der Sinn ist folgender, dass dann der empfangende Actor eine Antwort zurückschicken kann. Wie beim normalen Briefschreiben. Ich weiß, von wem kommt das, und wenn ich dem jetzt irgendwas zum Antworten und zum Sagen habe, habe ich dem seine Adresse und kann da wieder einen Brief zurückschreiben. Wie gesagt, Target ist eben diese ActorRef des Empfängers. Parameter sind einmal die Nachricht, die zu senden ist, und das andere ist die Adresse des Absenders, die ich eben über GetSelf schicken kann. Und da ist jetzt eben schon die zweite Möglichkeit, das ist Ask, nennt sich das. Wie gesagt, da ist es ein asynchroner Nachrichtenaustausch, genauso wie das andere. Und die Funktionalität dieser Nachrichtenübermittlung, rein dieser Sendeschritt, der funktioniert analog, wie man das Tell verwenden würde. Aber zusätzlich muss man einen Timeout definieren, innerhalb dessen, also innerhalb dieses Timeouts, der Empfänger mit einer bestimmten Nachricht antworten muss. Also sonst gibt es so ein genanntes Timeout, was man bisher eingehabt haben kann. Nur mal zur Erinnerung, das Ganze ist Non-Blocking. Der Sender bleibt jetzt nicht stehen, bis die Antwort kommt. Beispiel, ich schicke da jetzt eine Nachricht und habe dann nachher nur 5 Zeilen Code. Und darum ist das Ask. Dann führt der auch die 5 Zeilen Code weiter aus, auch wenn er oben noch auf die Antwort des anderen Actors wartet. Das schauen wir uns dann auch direkt im Code an, dann wird es vielleicht ein bisschen anschaulicher. Und dass man eben dieses Ask umsetzt, ich glaube, das wird es vielleicht das dann in dieser Form noch nicht gehört haben, braucht man sowas wie Futures. Ja. Grundsätzlich ist das so aus der Java-Dokumentation übernommen. Futures bieten die Möglichkeit, mehrere Operationen parallel auszuführen. Das Ganze, wie gesagt, eben immer dieses Non-Blocking-Stichwort. Ne? Sie verwenden Callbacks. Und ein Callback definiert eben ein Stück Code, der in unserem Fall ausgeführt wird, wenn diese parallele Operation abgeschlossen ist. Ich sage, ich starte jetzt einmal was an, bei uns ist das Ask, und definiere, gut, wenn das, was fertig geworden, also wenn das ich angeschlossen habe, fertig geworden ist, dann führe mir ein Callback aus. Und das Callback ist irgendein Code-Snippet oder ein paar Kommandoaufrufe, die ich da definiere. Und das Future an sich, das ist auch aus dem Aktien- oder Future Trading Market aus der Börse eigentlich entlehnt, das ist im Prinzip ein Platzhalter-Element für ein noch nicht bestehendes Ereignis. Das heißt, ich habe da einen Schein, da steht drauf, ich erwarte mir in mindestens 10 Minuten ein Ergebnis vom Typ so und so. Ich kaufe spätestens am 9. Juli 100.000 Liter Orangensaftkonzentrat zu diesem Preis. Ich habe das da auf dem Zettel stehen. Ich habe aber den Orangensaftkonzentrat noch nicht in der Hand. Das genau dasselbe Prinzip ist dahinter mit dem Future. Ich weiß, da kommt innerhalb einer bestimmten Zeit irgendwas von dem Typ, zumindest sollte kommen, und ich habe eben dieses Future als Platzhalter oder sozusagen als Bestätigung, mit dem ich dann auch irgendwie arbeiten kann. Das habe ich eigentlich nochmal rauskopiert. Es gibt nämlich für dieses Ask doch eine gewisse Liste an Imports, die man benötigt. Und die Problematik unter Anführungszeichen da ist, dass zum Beispiel diese ganzen Timeouts, Time Units, Duration, die findet sie in der Standard-Library relativ oft. Man muss aber genau die verwenden, dass das Ganze funktioniert. Deswegen an dieser Stelle das einfach nochmal rauskopiert, dass man weiß, gut, das sind die richtigen Imports. Genau. Der nächste Schritt ist dann, wenn ich so ein Future oder so ein Ask erzeugen möchte, ist, ich muss noch mal Timeout festlegen. Das heißt, ich überlege mir als Entwickler für meinen konkreten Anwendungsfall,
Ja, bis wann brauche ich denn einen, wann erwarte ich denn einen Nachricht? Wenn ich nämlich dieses Timeout nicht hätte, was passiert dann? Ich schicke dem anderen eine Nachricht und warte halt oder erwarte mir irgendwie, rein logisch, dass der irgendwann was zurückkommt. Der kann jetzt aber die Nachricht nicht bekommen haben, der andere, der kann die Nachricht nicht verstanden haben, oder der kann bewusst sagen, gut, das treibe ich nicht mehr. Dann warte eigentlich an dieser Stelle bis in alle Ewigkeit, obwohl nichts zurückkommt. Weil ich ja eigentlich nicht weiß, wie sich der andere Actor entschieden hat, was er tut, was er tut. Und da kann man eben das dann einschränken. Gut, ich warte auf eine Antwort, bei diesem Beispiel 5 Sekunden. Und alles, was drüber geht, muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich das dann anders handhabe. Aber ich erwarte von dem anderen nichts mehr. Und der nächste Schritt ist dann, erzeuge ich mir das Future. Ja? Über diese Import, da sehen wir das dann oben, über den ersten Import des Patterns cs.ask, wird mir jetzt eben diese, wie wir in Zeile 2 sehen, diese Ask-Methode zur Verfügung gestellt, mit dem ich eben diese ganze Kommunikation mit das Ask ausdrücken kann. Ist sehr ähnlich aufgebaut wie das Tell. Ich sage wieder Ask, Actor B, das ist die Actor-Reference, die Adresse von dem Actor, den ich schreiben möchte. Der zweite Parameter ist sozusagen die Nachricht, die ich schicken möchte. Und das T, da definiere ich noch eben das Timer, das sage, so lange warte ich. Und dann wirklich mein Future-Objekt hole ich mir dann wie folgt ab, da gibt es dann die Methode toComplettableFuture und dann kriege ich wirklich mein Future-Objekt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann, wo ich dann auch auf diesem Future-Objekt definieren kann, was passiere ich dann, wenn ich jetzt die Nachricht innerhalb dieser Zeit erhalten habe oder was mache ich denn, wenn dieses Timeout-Limit überschritten wurde. So, da schauen wir kurz einmal jetzt in den Code rein. Das ist im Prinzip eine Erweiterung des... Wie geht das bitte? Ah, wunderbar, danke. Das ist im Prinzip eine Erweiterung unseres Acker Quickstarts, was wir beim letzten Mal schon angeschaut haben. Nur zur Erinnerung, wir haben hier eine normale Java-Klasse mit einer Main drinnen, erzeugen uns da das Ecto-System, wo das Ganze dann ausgeführt werden soll. Und wir haben da eben einen Printer und einen Hello-Actor gehabt. Der Hello-Actor hat uns da diese Begrüßungsformel mit einem bestimmten Namen zusammengebaut. Und der Printer-Actor war dafür verantwortlich, dass er das dann an den Benutzer rausschreibt. Das war dieses Szenario, was wir gehabt haben. Und da, das haben wir letztes Mal schon gehabt, haben wir gesagt, gut, wir wollen jetzt dem Hello Actor, das ist wieder unser Actor-Ref gewesen, Tell sagen, er soll doch bitte eine Grußnachricht machen und habe hier, das ist auch noch ein Novum sozusagen, was wir noch nicht gehabt haben, ist dieses ActorRef.noSender. Das heißt, ich gebe hier explizit keinen Absender an. Wieso mache ich das? Da muss man nämlich unterscheiden, hier bei dieser Acker Quickstart bin ich ja nicht in einem Actor drinnen. Das heißt, ich bin ja da in meiner Java Main drinnen und die hat ja, weil es kein Actor ist, keinen Postkasten. Das heißt, da kann ich auch keine Adresse sozusagen sinnvollerweise angeben. Deswegen kann man auch da explizit definieren, actorref.nosender, wenn ich eben selbst kein Actor bin oder keinen anderen Actor sozusagen als Alias für mich angeben möchte. Gut, das sollte ja grundsätzlich schon bekannt sein. Und das kennen wir schon aus den Folien. Jetzt geht es nämlich um dieses nicht Replay, sondern dieses Ask-Reply-Pattern, wo ich mal sage, gut, ich definiere mir ein Timeout, sage, wir warten jetzt original maximal 5 Sekunden und erzeugen wir dann mein Future. Ich sage wieder, bitte ask doch, das ist nicht Tell, den Hello Actor, dem schickt man die Nachricht, ja, mach irgendwas bitte. Und wir warten jetzt T. Und das Ganze kann ich auch sagen, bitte gib mir da das Future raus. Für dieses Timeout gibt es eine einfache Variante, das zu schreiben. Ich kann da direkt ein Integer mitgeben. Und dann habe ich aber nur die Möglichkeit, hier das in Millisekunden anzugeben. Ist die schnellere Variante, ich möchte sowieso nur 5 Sekunden warten, dann schreibe ich da meine 5000 rein und fertig.
die Möglichkeit, die sich eben über diese Timeout-Geschichte ergibt, ich kann da jetzt nicht nur in Sekunden, sondern ich kann da in Tagen, Stunden, Mikro, Millisekunden und so weiter auch die Werte definieren. Wenn ich das brauche, ist dieses Timeout zu verwenden, sonst kann ich ja eben den Weg über die Millisekunden gehen. So, und jetzt wird es eigentlich spannend, weil jetzt definiere dann, was passiert, wenn sozusagen dieses Future unter Anführungszeichen eingelöst wird, sprich immer eine Nachricht zurückbekomme. Und da gibt es dann auch wieder mehrere Methoden, das zu definieren. Die Standardgeschichte, wenn man das jetzt direkt dort handhaben möchte, ist eben auf dieses Future-Objekt, gibt es dieses Then-Accept. Also, wann das Future eintrifft, dann akzeptiere doch bitte folgende Nachricht und handle die so ab. Das haben wir wieder bei unseren Java Lambda Expressions. Das heißt, ich definiere jetzt einmal eine Nachricht, die nennen wir jetzt einmal S. Die ist dann auch über dieses S ansprechbar, da kann ich ja irgendwas hinschreiben. Das kann ich, ganz normale Variablen-Name. Und die würde ich jetzt bitte doch gerne in diesem Codeblock verarbeiten. Da kann ich zum Beispiel sagen, gut, ich kann mir da jetzt einmal die Klasse von dem S abholen und schauen, was kommt denn da raus. Und ich kann dann zum Beispiel das irgendwie ausgeben lassen. Ich kann da unterschiedlich durch das eben auf unterschiedliche Nachrichtentypen wieder reagieren. Nochmal analog uns dazu anschauen, wie bei dem Receive.match, kann ich da auch sagen, ich kriege da einmal einen Error, ich kriege da einmal einen Success, ich kriege da einmal vielleicht eine Nachfrage rein, dass ich hier unterschiedlich auf das reagieren kann. Und wichtig ist da, das werden wir uns dann nochmal uns das einmal kurz auskommentieren und nochmal nichts mehr. So, dann führen wir das einmal aus. Da hätten wir eigentlich unten ja schon gemacht. So, und was sehen wir jetzt? Rein von der Reihenfolge her. Wir haben jetzt, bevor wir dieses Ask ausgeführt haben, mal das Test 1 ausgegeben. Dann erzeugen wir unser Future und machen gleich diesen Ask-Vorgang. Geben dann das System 2, das Test 2 aus. Und was passiert? Ausgeführt wird es dann in einer anderen Reihenfolge. Wir haben zuerst Test 1, dann Test 2. Und dann sehe ich eigentlich, dass hier dieser Output da drinnen oder diese Aktion da drinnen ausgeführt wird. Wieso ist das so? Das ist genau dieser Fall, weil dieses Ask eben als Non-Blocking definiert ist. Das heißt, da gehe ich schon meinen anderen Fragen und definiere dann da, was mache ich denn, was passiert. Dieser Actor oder diese Main-Klasse, das ist egal, wo das drinnen ist, wird aber trotzdem weiter ausgeführt. Ja? Das heißt, ich kann da irgendwo gerade drinnen sein, dann kommt die Nachricht und dann springt er da rein und führt mir das eben parallel zu der bestehenden Ausführung jetzt das aus, was in diesem Then-Accept definiert ist. Und das muss man eben auch wissen, wie man dann darauf reagiert, dass eben, und weil ich da jetzt einmal sage, ist ask it as, ich nachfolgend nicht davon ausgehen kann, dass diese Nachricht schon da ist und darauf irgendwie zugreife. Weil die kann irgendwann kommen. Und wenn der Actor jetzt, wir haben 5 Sekunden als Timeout definiert, sagt, er braucht 5 Sekunden zur Antwort schicken, dann ist das auch recht. Das kann in 0,1 Sekunden genauso da sein. Ich weiß eigentlich nicht, wann die Nachricht kommt und muss das dann an dieser Stelle auch dementsprechend umsetzen. So. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, man sagt, ich möchte das jetzt nicht unbedingt gerne da drinnen handhaben, sondern ich kann auch das Ergebnis, wenn etwas zurückkommt, das an einen anderen Actor weiterleiten. Das heißt, ich habe da diese Pipe-Möglichkeit, gebe ihm das Future mit, System Dispatcher, das ist so das stehende Pattern, und leite das dann zu zum Beispiel Fail-Test-Actor weiter. Das heißt, ich kann dann sagen, gut, ich handhabe das dann nicht unbedingt da drinnen, so die Nachricht, die reinkommt, leite ich jetzt zum Beispiel an diesen Fail-Test-Actor mit, weil da kann ich dann genau definieren, naja, wann da jetzt eine Failure-Nachricht kommt, dann tut dieses und jenes. Wenn da jetzt ein Success kommt, mache ich das. Ja? Also da habe ich dann wirklich wieder mehr Möglichkeiten, das irgendwie schöner zu gestalten, als wenn das jetzt rein alles in diese Lambda reinpoppt.
immer wichtig zu überlegen, gut, zahlt ihr das aus, braucht ihr das? Dann ist dieses Pipe-Pattern eigentlich the way to go, wie es in die AKA-Guidelines steht, dann mache ich das eigentlich immer. Und handelt das dann wirklich in einem expliziten Actor, der dafür vorgesehen ist, ab. Wenn er das irgendwie nur das Ergebnis ausgeben möchte oder irgendwie andere Kleinigkeit, dann kann ich das da drinnen auch machen. Aber was passiert gedanklich? Das Future-Resultat ist ja nichts anderes als eine Nachricht von einem anderen Actor. Und ich definiere mit dem Pipe nur, gut, ich kriege die Nachricht und stecke es dem anderen ins Postkastel. Dann sind wir genau wieder bei demselben, was beim Tell passiert. Das ist die eine Möglichkeit, wie man sowas handhaben kann. Und da, an dieser Stelle kann ich auch dann auch definieren, gut, da passiert irgendein Fehler. Zum Beispiel, wenn dieses Timeout, überschritten wird, dann wird man automatisch vom AKA-System eben dieses Status.Failure geschickt. Das heißt, wir würden da jetzt zum Beispiel reinkommen, wenn das Timeout überschritten wird. Ich habe aber noch eine andere Möglichkeit, auf das zu reagieren. Und da gibt es dann nämlich nicht, das ist auch wichtig, wir haben da oben dieses then accept verwendet und dann gibt es nämlich dieses then apply, wo ich auch einen return type definieren muss. Aber dieses Konstrukt ermöglicht mir nämlich Folgendes. Ich kann da sagen, gut, wann die Antwort kommt, habe ich da wieder mein S und kann das dann ausgeben und sage, die computation return dieses und jenes Ergebnis. Spannend wird es dann da, ich kann dann zusätzlich dieses exceptionally definieren, wo ich sagen kann, gut, ich erwarte mir da, das ist zum Beispiel dieser Happy Pass, das hat funktioniert, dann kriege ich das zurück und kann so darauf reagieren. Es kann aber auch sein, dass irgendeine Exception passiert ist. Kann jetzt sein, wieder unser Timeout, kann jetzt sein, der andere Actor schickt mir explizit, der hat das zwar gekriegt, schickt mir auf explizite Exception, hey, da ist irgendein Fehler passiert, wir müssen darauf reagieren. Dann kann ich das wieder hier in diesem exceptionally Pfad unter Anführungszeichen handhaben. Selber Konstrukt wieder, Lambda Expression, habe halt hier nur zum Beispiel unter Anführungszeichen dieses Error, da diese Exception zur Verfügung und kann die da zum Beispiel ausgeben lassen, darauf irgendwie darauf reagieren. Dass ich da jetzt wirklich eine Unterscheidung habe, hat es funktioniert und ich kriege das Ergebnis, was ich erwartet habe, oder hat es nicht funktioniert und ich muss darauf irgendwie reagieren. Beispiel. Es ist ein Timeout passiert, ich habe es dem einen Actor geschickt, wenn der ein Timeout liefert, dann schicke ich es da an den anderen, weil der bietet die Funktionalität. Oder ich konnte mich jetzt nach 5 Sekunden nicht mehr in diesen Chatraum verbinden, weil der reagiert einfach nicht, dann geht davon aus, der ist irgendwie nicht mehr erreichbar und muss irgendwas anderes machen. Sonst bin ich in dem Chatraum drinnen und sage, lieber User, du bist jetzt erfolgreich verbunden. So, und wie kommen wir da jetzt wieder zurück? Wunderbar. Genau. Jetzt haben wir uns dieses Ask angeschaut und haben gesagt, in diesem Ask ist ja eigentlich auch jetzt nicht nur das Senden, sondern auch wirklich das explizite Antworten verbunden. Ja? Und ich kann jetzt, wenn ich jetzt eine Nachricht empfange, in meinem Receive-Block bei dem Match, kann ich da direkt antworten, also ein Reply senden. Rufen wir uns da bitte wieder in Erinnerung, wann ich eine Nachricht schicke, mittels Tell oder mittels Ask, ich gebe immer meine eigene Adresse an, also es ist immer die Absenderadresse enthalten. Das heißt, ich kann mir die rausholen und dieser Adresse direkt antworten. Und da gibt es dann nämlich innerhalb dieser Receive-Methode, wichtig, das steht nur im Kontext dieser Receive-Methode zur Verfügung, gibt es dieses GetSender. Das heißt, ich kann mir an dieser Stelle über den Aufruf der Methode GetSender herausholen, ja, wer hat denn gerade die aktuelle Nachricht geschickt. Was kriege ich da raus? Wieder diese ActorRef. Das heißt, ich kann mir daraus wieder die Absenderadresse rausholen. Und da ist eben auch bitte zu bedenken, und das wird auch von AKA immer empfohlen, dass das ist im Prinzip auch der Standardweg, dass ich auch Antworten es nicht wirklich mit das Ask und Reply umsetze, sondern ich im Prinzip ein implizites Antworten umsetze, wo ich sage,
gut, ich hole mir jetzt den Absender raus und schicke den wieder mittels Tail eine Nachricht zurück. Der rein logische Unterschied ist der, bei einer Ask- und Reply-Kombination ist es wirklich eingeschlossener Kommunikationspfad, Kommunikationsvorgang. Und da habe ich natürlich auch, ich kriege eine Nachricht und schicke die, ist es aber nicht so explizit in einem Ding gekapselt. Was wir uns noch gar nicht überlegt haben, ist, was kann denn eigentlich geschickt werden? Da muss man jetzt da aufpassen, bin ich jetzt innerhalb meines Ektasystems oder wollen wir Kommunikation realisieren, die über Ektasysteme hinausgeht. Da gibt es nämlich Unterschiede. Grundsätzlich kann, wenn ich innerhalb vom Ektasystem bleibe, jedes Java-Objekt eine Nachricht sein. Das heißt, da kann ich quasi alles, was ich da irgendwie als Objekt bei mir mal rumrennt, kann ich am anderen Ektar schicken. Die Einschränkung, die es gibt, wenn ich jetzt aber Ektosystem übergreifend kommuniziere, da kann jetzt ein anderes Ektosystem, ja zum Beispiel bei uns an der Uni rennen und das andere rennt bei mir zu Hause in Wien. Die sind nicht einmal derselbe Rechner. Da muss ich darauf aufpassen, dass hier diese Nachrichten alle serialisierbar sein müssen. Ja, das ist die Einschränkung. Das habe ich aber innerhalb des Ektosystems nicht. Und eine ganz wichtige Eigenschaft dieser Nachrichten, aber das ist als Konvention definiert, ist aber trotzdem sehr, sehr wichtig, ist, dass die Nachrichten immutable sein müssen, also diese Immutability der Nachrichten. Das heißt, die Nachrichten, die ich da schicke, sollen nicht veränderbar sein. Ja? Das heißt, ich habe da keine Setter drauf, sondern ich erzeuge einmal diese Nachrichten mit den Werten der Absender, schicke die und der Empfänger kann dann die Werte rauslesen aus dieser Nachricht. Das kann jetzt nicht irgendwie nachträglich verändert werden. Ja? Werte der Nachrichten können nur gelesen, aber nicht verändert werden. Und das ist auch eben hauptsächlich mal relevant für die verteilte und parallele Ausführung. Ist zum einen einmal auf der Implementiererseite wichtig, dass ich sage, ich kann das nicht irgendwelche Seiteneffekte erzeugen, dass da das passt. Ist aber auch, wenn man es jetzt aus der Framework-Entwicklerseite anschaut, spielen auch Aspekte der Java Virtual Machine hier mit rein, was zumindest soweit die Doku preisgibt. Dann nochmal kurz zur Erinnerung, wie funktioniert dieses Nachrichtenabarbeiten? Als Zusammenfassung. Selber Bild wie vorher, wir haben unsere Actors und jedem Actor ist eine Mailbox zugewiesen. Die Adresse deutet auf die Mailbox, das heißt, ihr legt dem da die Zettel rein. So. Der Sender 1 schickt einmal dem Empfänger 1 eine Nachricht. Da kommt einmal was Grünes da rein. Dann schickt er die zweite Nachricht, dann legt er vielleicht die Nachricht da drauf. Dann schickt, weil die Sender 1 und 2 laufen parallel, kommt der Sender 2 einmal drauf, dem schicke ich doch auch eine Nachricht, dann ist es in dieser Reihenfolge da. Und dann kann es vom 1 wieder was kommen und dann kommt nochmal was in die Mailbox rein. Der Empfänger 1 geht beim Abarbeiten so vor, er nimmt sie, die unterste Nachricht raus, also die am längsten schon in der Mailbox drin ist, nimmt sie raus, tut mit dem irgendwas, ist dann fertig, holt sich die nächste. Ja. Das heißt, da findet einfach eine Serialisierung statt bei der Abarbeitung der Nachrichten, die da auch parallel reinkommen können. Und wichtig ist, er reagiert auf die Nachricht da oben, erst wirklich, wenn die an der Reihe ist. Das heißt, wenn er da unten ist und da ist es vielleicht irgendeine tolle Mehrwertinformation für da unten, kriegt er die nie mit. Also das ist wirklich auch beim Kommunikationsaustausch oder Nachrichtenaustausch zu berücksichtigen, die werden seriell der Reihe nach abgearbeitet und die letzte Nachricht hat erst dann am Einfluss, wenn er die wirklich aufmacht. Und vorher nicht. Das muss man sich wirklich gedanklich erinnern. Gut. Das war mit der Input für Acker mit dem Umfahrer mit den Werkzeugen, die da drinnen sind, sollte man eigentlich das Projekt lösen können. Das Framework bietet viel, viel mehr, kann man auch sagen. Also das sind noch weit andere Mechanismen drinnen, die ihr natürlich gerne verwenden könnt, aber für die Übungsumsetzung eigentlich nicht. Zumindest nicht notwendig sein müssen. Gut, aber jetzt schauen wir es mal an. Jetzt wissen wir irgendwie, was wir als Werkzeug haben. Das ist halt die Frage, was müssen wir denn tun? Genau.
Also theoretisch sind wir jetzt alle Profis auf dem Acker, Framework-Gebiet da. Und um das natürlich praktisch ein bisschen zu vertiefen, haben wir uns hier ein kleines Übungsszenario überlegt, beziehungsweise ein kleines Projekt, wo wir einige dieser Teile, die wir jetzt gehört haben, beziehungsweise die meisten, die wir jetzt eigentlich gehört haben, praktisch umsetzen, beziehungsweise praktisch testen können. Und dazu gibt es ein Szenario, das nur ganz kurz beschrieben, das müsst ihr jetzt noch nicht durchlesen, das erkläre ich jetzt im genauen E. Und zwar einen sogenannten CE-Messenger. Und der CE-Messenger benutzt all diese Dinge, die wir jetzt irgendwie gerade gehört haben. Das heißt Actors, Kommunikation zwischen den Actors, Kommunikation zwischen Actors, die gar nicht am gleichen System liegen, Nachrichtenaustausch, Nachrichtenmatching und so weiter und so fort. Inklusive Tell- und Ask-Patterns. Und summa summarum wird sich das Ganze aus drei großen, groben Komponenten zusammensetzen, die Registry, den Chat-Service und den jeweiligen Client. Fangen wir im Grunde noch vielleicht mit dem Client an und für sich an, der ist jetzt der verständlichste. Das heißt, der Client soll am Ende des Tages, angenommen das Projekt ist funktionsfähig, die Möglichkeit haben, Chat-Services abrufen zu können. Das heißt, Chat-Services sind all jene Services, die einen gewissen Dienst bereitstellen, das heißt den Dienst zum Chatten. Und der Chat-Service ganz einfach ist bei uns gehalten, ein Service, der nichts anderes als einen Raum, eine Chatraumverwaltung bietet und die Möglichkeit am Benutzer, sich an einem beliebigen Raum anzumelden, beziehungsweise im Rahmen dieses Raums dann entsprechende Nachrichten auszutauschen mit all jenen, die sich eben in diesem Raum befinden. Und das Ganze kann man natürlich auch wieder verlassen, das heißt, den Raum kann man verlassen. Der Client ist eine einfache Konsolenapplikation, all jene, die das Ganze ein bisschen grafisch ansprechender realisieren wollen, können gerne eine Web-GUI oder wie auch immer GUI dazu bauen. Für uns ist auf alle Fälle eine Konsolenapplikation ausreichend, das heißt, schlussendlich muss über die Konsolenapplikation ein Interface realisiert werden, wo man schlussendlich alle verfügbaren Chat-Services abrufen kann bzw. Identifizieren kann. Dann zu diesem Chat-Service bzw. zu diesen Chat-Services eine Anfrage stellen kann, ja, welche Räume sind jetzt verfügbar und hinter diesem Chat-Service bzw. sich dann am jeweiligen Raum auch anmelden zu können, Nachrichten auszutauschen und am Ende des Tages auch wieder abmelden zu können. Die Registry ist dazu notwendig, damit schlussendlich Chat-Services, das heißt auf der Ebene, zur Verfügung gestellt werden können. Vom Setting müsst ihr euch das so vorstellen, jede Gruppe von euch, das heißt wir werden im zweiten Teil der Übung in zwei Gruppen zusammenarbeiten, das heißt jede Gruppe realisiert einen dieser Chat-Services. Angenommen wir haben jetzt 20 Gruppen, werden am Ende des Tages bei der Abgabe 20 dieser Chat-Services verfügbar sein und diese Verfügbarkeit wird nicht nur am Server gewährleistet, sondern wird auch registriert an der sogenannten Registry. Die Registry ist nichts anderes als ein Namensservice, das heißt, der Chat-Service sagt, ich bin jetzt verfügbar unter dieser Adresse, ich hätte mich gern bitte registriert. Und diese Registry führt nichts anderes als eine Liste verfügbarer und vor allem erreichbarer Chat-Services. Was erreichbar in dem Fall heißt, zu dem kommen wir noch an. Ist dann konkret ein Client verfügbar, beziehungsweise wird der Client gestartet, kann dieser Client dann im ersten Schritt bei der Registry anfragen, welche Services sind dann überhaupt verfügbar und im zweiten Schritt erst die Kommunikation mit einem konkreten Chat-Service aufbauen. Das sind im Wesentlichen die Pfeile, die zwischen den einzelnen Komponenten hin und her zagen und zwar auch in der Reihenfolge, zu dem kommen wir nachher nochmal ganz konkret. Das heißt, im ersten Schritt einen Chat-Service jeweils an der Registry registrieren. Diese Registry sendet dann zurück, ja, sehr, sehr gut, wir haben dich registriert. Ist in Ordnung gegangen. Im zweiten Schritt fragt dann den Client nach diesen Chat-Services an. Zurückkommt eine Liste an verfügbaren Chat-Services. Wie die Liste ausschaut, das schauen wir uns ja nachher nochmal genau an im Source Code. Und ab diesem Zeitpunkt passiert die Kommunikation nur mehr zwischen Client und dem jeweiligen Chat-Service. Und zwar das ist dann schlussendlich die Kommunikation, nachdem man beim konkreten Raum sich angemeldet hat. Und diese drei Komponenten sind im Wesentlichen Teil dieser Übungsaufgabe. Die Registry wird komplett von uns zur Verfügung gestellt. Da gibt es einen Server am Institut, der schlussendlich diesen Namensdienst gewährleistet und zur Verfügung stellt. Der linke Teil, das ist Client und der jeweilige Chat-Service, wird von euch realisiert. Das heißt ganz konkret, eine Gruppe
setzt sie hin und realisiert im Projekt jeweils einen Chat-Service. Und zusätzlich, das ist eine zweite separate und losgelöste vor allem, Applikation, einen Client dazu, um entweder seinen eigenen Chat-Service zu benutzen oder natürlich auch alle anderen Chat-Services zu benutzen. Wir definieren konkret ein Set an Schnittstellen, beziehungsweise, wenn wir in der Terminologie schon bleiben, ein Set an Nachrichten. Und dieses Set an Nachrichten ist zu verwenden, speziell natürlich zum Registrieren auf der Registry, beziehungsweise in weiterer Folge natürlich auch für den Kommunikationsaustausch, beziehungsweise das Anmelden an einem Raum, Austausch von Nachrichten und so weiter und so fort. Mit dem gewährleisten wir ganz einfach das, dass jedes veröffentlichte Chat-Service verwendet werden kann, einerseits natürlich von der Registry, andererseits natürlich auch von allen anderen Clients, die es ihr programmiert. Das heißt, bei der Abgabe, wenn alle Chat-Services laufen, sollte eigentlich ein Client auf sämtliche Chat-Services zugreifen können, beziehungsweise mit diesen Chat-Services dann jeweils in Interaktion treten können, im Sinne von Kommunikation, Nachrichtenaustausch. Die Aufgabenstellung ganz konkret, bevor wir ein bisschen in den Source Code reinschauen, beziehungsweise in die Dinge reinschauen, die sie von uns kriegt, grundsätzlich in zwei Teile geteilt. Einerseits den Chat-Service implementieren und auf der anderen Seite die Chat-Applikation, das heißt den Chat-Client implementieren. Nummer 1 setzt sich grundsätzlich da zusammen aus am Chatraum, beziehungsweise eine Liste am Chaträumen. Da hätten wir gern mindestens zwei Chaträume, die sie zur Verfügung stellt. Wir haben es jetzt soweit einmal vereinfacht, dass wir gesagt haben, ohne dynamisches Anlegen und Löschen von Chaträumen, das reicht uns, wenn sie sagt, wir stellen zwei Chaträume bereit. Die Verwaltung der Chaträume, beziehungsweise nicht nur der einzelnen Chaträume, sondern natürlich auch den Teilnehmern. Das ist schon wieder dynamisch, das heißt, es kann durchaus sein, dass sie zur Laufzeit neue Teilnehmer anmelden, wieder abmelden und so weiter und so fort. Und natürlich bei Nachrichtenaustausch nur die Nachricht an die jeweils angemeldeten Chat-Teilnehmer ergeht. Die Bereitstellung, da waren wir jetzt gerade dabei, der eigentlichen Kommunikationsfunktionalität, das heißt schlussendlich der Austausch der Nachrichten. Und am Ende des Tages, wenn die Funktionen unter 1.1 und 1.2 bereitgestellt sind, die Anmeldung des Chat-Services am Registrierungsdienst. Wird das nicht gemacht, beziehungsweise gibt es da irgendeinen Fehler oder passiert der Austausch nicht so, wie es wir erwarten, ist dieser Chat-Service nicht angemeldet und somit auch nicht erreichbar für andere Chat-Services. Der zweite Teil ist dann schlussendlich die Chat-Applikation, das heißt die Chat-Applikation, die euch ermöglicht, einen Chat-Service bzw. mehrere Chat-Services zu benutzen und im Rahmen eines Raums zu kommunizieren mit anderen Teilnehmern. Dazu drei grobe Schritte. Der erste Schritt ist die Abfrage verfügbarer Chat-Services am Registrierungsdienst. Der zweite Teil ist schlussendlich die Abfrage verfügbarer Chat-Räume. Schlussendlich braucht man da den jeweiligen Namen des Chat-Raums, um den auch jeweils beitreten zu können. Und der dritte Part ist die Kommunikation mit den Teilnehmern innerhalb eines Chatraums. Wichtig da natürlich auch, wenn es zwei Chaträume gibt oder mehrere, dass natürlich diese Nachrichten nicht an beliebige Teilnehmer ergehen, sondern an genau die Teilnehmer, die im Chatraum verfügbar sind bzw. sich angemeldet haben. Bevor wir jetzt da ins Detail reinkommen, die grundlegende Idee ist klar für euch oder gibt es dazu nochmal Fragen? Wenn wir da das Ganze erraten, wenn wir da ein bisschen detaillierter in den Ablauf gehen. Innerhalb von einem Chatraum schreibe ich eine und jede im Chatraum kriegt die Nachricht oder kann ich da konkret mit anchatten? Nein, im Wesentlichen ist es, der Chatraum hat eine Summe an Teilnehmern, und mindestens natürlich der eine, der ich bin, und jeder, der in dem Chatraum drinnen ist, kriegt die Nachricht. Alles andere sind Zusatzaufgaben, die jetzt einmal nicht realisiert sind, das heißt nicht notwendig sind zur Realisierung. Es reicht aus unserer Sicht schon, wenn das funktioniert und entsprechend mit Fehlerhandling und so weiter realisiert wird. Bitte, ja. Hat man für jeden Chatraum eine separate Inbox oder gibt es sozusagen, dass man eine Inbox hat und man kriegt die Nachricht, dass man die Chaträume rein? Das ist schlussendlich. Das bedeutet, dass der Chatraum die Nachricht einfach alle zustellt oder dass der Chatraum wirklich so ein Objekt ist, wo man dann drinnen ist? Das ist schon eine konkrete Frage, wie es implementiert ist. Schlussendlich, ein Chat-Service ist schlussendlich ein Actor in diesem Actor-System.
Zu dem kommen wir aber eigentlich jetzt gleich. Das heißt, schlussendlich gibt es irgendwo, wenn wir die Komponenten nochmal aufzeichnen, die sogenannte Registry. Und im Chat Service, schreibe ich es da. Das ist die zweite Komponente, die wir erst mal gesehen haben. Der erste Schritt, der passieren muss, um überhaupt seinen Chat-Service bereitstellen zu können, wir gehen jetzt davon einmal aus, dass das fix fertig ein funktionierender Chat-Service ist und registrieren diesen Chat-Service im ersten Schritt bei der Registry. Schauen wir mal so. Die entsprechenden Nachrichten, die dafür notwendig sind, die zeige ich noch einmal. Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt kommt, oder eigentlich als Bestätigung des ersten Schritts, kommt da zurück eine Nachricht, die sagt, passt, es ist okay, die Registrierung ist erfolgreich, du bist in die Liste aufgenommen. Im Hintergrund steht in der Implementierung, auf der Implementierungsseite, nichts anderes als ein Actor-System bzw. ein konkreter Actor, der die Kommunikation zwischen Registry und schlussendlich Chat-Service gewährleistet. Das heißt, wir setzen das Chat-Service grundsätzlich einmal gleich mit einem sogenannten Actor-System unter der Annahme, dass natürlich dieses System bzw. dieses System zwei unterschiedliche Server sind. Das ist ein Server, der von uns bereitgestellt wird. Das ist der zweite Server, beziehungsweise jeweils die Serverteile, die Sie bereitgestellt kriegt von uns, ist ein anderer Server, somit auch prinzipiell unabhängig voneinander, somit zwei Actor-Systeme verfügbar. Wie Sie auf den jeweiligen Server darauf zugreifen, das sehen wir noch einmal, ihr kriegt von uns jeweils einen Server bereitgestellt, beziehungsweise damit natürlich eine eigene IP, über das ihr ganz konkret euer Actor-System bzw. euer Actor-Service, ein Chat-Service bereitstellen könnt. Der Minimalfall, was verfügbar sein muss, ist in diesem Actor-System des Chat-Services natürlich ein Actor, der, ich nenne es jetzt einfach mal der Actor 1, der genau diesen Austausch in dieser Logik, in dieser Reihenfolge gewährleistet. Das heißt, diese Linie, die da weggeht, um das Chat-Service registrieren zu können, geht jetzt nicht unmittelbar von dem Actor-System aus, sondern direkt von einem konkreten Actor, der dahinter liegt. Und schlussendlich auch die Antwort, die zurückkommt, geht auf diesen Actor ein. Und dieser Actor kriegt in weiterer Folge, und das ist dann schlussendlich die Frage, was von dir gekommen ist, dieser Actor schlussendlich kriegt dann die ganzen Nachrichten in weiterer Folge, wenn es auch um das jeweilige um den jeweiligen Datenaustausch geht. So, und dieser Datenaustausch, dazu fehlt uns jetzt eigentlich nur eine zweite Komponente, natürlich das andere Chat-Service. Angenommen, es gibt natürlich zu diesem konkreten Chat-Service von Gruppe 1 natürlich irgendwo in dieser Ackerwelt, wobei Ackerwelt jetzt so weit ist, dass es natürlich verteilt verfügbar ist, einen nächsten Server, der das gleiche implementiert und somit ein neues Actor-System bereitstellt, somit auch ein nächstes Chat-Service. Und diese Implementierung kann natürlich ganz genau die gleiche sein. Das heißt, in diesem Chat-Service, in diesem zweiten Chat-Service, zweites und erstes Chat-Service, gibt es genauso eine Implementierung. Und das ist in diesem Actor-System genauso wieder irgendein Actor, ich nenne es jetzt einfach der Sinnhaftigkeit ein Actor 2. Und sobald diese Registrierung vollständig ist, somit dann auch das Matching beispielsweise zwischen zwei Actor-Systemen, kann dieser Austausch dann in weiterer Folge passieren. Jetzt haben wir aber da natürlich zwei Chat-Services, die bereitstehen. Zwei Chat-Services, die einerseits verfügbar sind, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich auch in der Registry registriert sind. Der dritte Part, beziehungsweise der zweite distinktive Part, der uns jetzt noch abgeht, ist der Client an und für sich. Das heißt, die Chat-Applikation, die schlussendlich dafür zuständig ist und die Funktion bereitstellt, zwischen zwei Teilnehmern, schlussendlich zwei Chat-Applikationen,
einen Austausch zu gewährleisten. So. Und das würde ich jetzt da jetzt ersetzen, um jetzt Probleme in den Platz zu bekommen. Irgendwo gibt es in dieser Welt natürlich auch einen sogenannten Chat-Client. Und so wie jedes Chat-Service auch, implementiert der jeweilige Chat-Client ein Actor-System. Und in diesem Actor-System lebt genauso wieder ein Actor. Und dieser Actor fragt jetzt im ersten Schritt an, welche Systeme bzw. welche Chat-Services sind denn überhaupt verfügbar. Muss in dem Fall zuerst überhaupt nochmal bei der Registry anfragen, gut, bitte gib mir die Liste an verfügbaren Chat-Services zurück. Wir erinnern uns, irgendwann zu diesem Zeitpunkt bzw. davor hat es natürlich einen sogenannten Registrierungsbefehl gegeben. Im Konkreten würde jetzt das Registry, die Registry sagen, es gibt genau einen Chat-Service, der verfügbar ist, unter einer gewissen Adresse, das ist die sogenannte, das ist der sogenannte Actor-Path, zu dem wir nachher nochmal kommen werden, verfügbar. Das ist natürlich mit dem Pfeil ein bisschen umgehört, aber schlussendlich wird dieser Actor anfragen, und zwar bei dieser Registry, bitte gib mir alle Chat-Services zurück, beziehungsweise all diejenigen zurück, die verfügbar sind, die bereitgestellt werden von anderen Actor-Systemen. So kommt eine Liste, ich werde den Pfeil jetzt einfach so zeichnen, eine Liste von Services. Und der Client kann sich jetzt auswählen, gut, welchen dieser Services will ich denn jetzt verwenden. Und die Liste an Services ist nichts anderes als eine Liste an eindeutigen Adressen von den jeweiligen Actor-Systemen. Und ab diesem Zeitpunkt passiert der Austausch, man hat es da dann gesehen, das ist zwar der Kommunikationsaustausch zwischen Client und dem Chat-Service. Ab diesem Zeitpunkt, wo sich der Client ausgesucht hat, gut, mit welchem Service will ich denn kommunizieren, funktioniert der Austausch bzw. die Kommunikation ausschließlich zwischen Client und dem jeweiligen Chat-Service. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist die Registry nicht mehr notwendig, weil genau diese Auflösung der Adresse bzw. dieser Liste an Chat-Services nicht mehr notwendig ist. Die Adresse ist schon ausgesucht und ich kann direkt mit dem jeweiligen Chat-Service kommunizieren. Und was ist die Kommunikation jetzt? Die Kommunikation setzt sich zusammen aus, genauso ähnlich wie die Liste an Services, die ich abrufen kann von der Registry, kann ich beim konkreten Chat-Service abrufen, bitte gib mir doch die Liste, bitte gib mir doch die Liste an verfügbaren Räumen von dir zurück. Es kommt dazu eine Liste an Räumen. Und die Liste an Räumen ist nichts anderes als eine Liste an Namen, als eindeutigen Namen, die verwendet werden kann, um dann einen jeweiligen Raum zu betreten. Und ab diesem Zeitpunkt, wie gesagt, funktioniert jetzt der Austausch, die Kommunikation ausschließlich zwischen Chat-Client und Chat-Service. Und ich kann mir dann genauso mit dem Befehl, wie es passiert ist, mit gib mir bitte die Liste an Räumen zurück, genauso auch bei einem Raum, bei einem konkreten Raum mit einem Namen anmelden. Und diese Anmeldung funktioniert mit einem entsprechenden Befehl, das ist Join Room. Als Event kommt zurück, der Raum wurde erfolgreich betreten. Und der Austausch folgt dann im Zuge dessen ausschließlich über genau diesen Channel, beziehungsweise im Austausch zwischen diesen zwei Actor-Systemen. Und jetzt sind wir eigentlich konkret bei deiner Frage nochmal dazu. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, natürlich, wie dieser Client implementiert ist. Es kann sein, dass für die gesamte Client-Applikation genau ein Actor zuständig ist und dass der gesamte Austausch über genau diesen einen Actor auch entsprechend gewährleistet wird. Schlussendlich kann es aber auch sein, dass hinter diesem System ein Set an Actors stehen, das heißt pro Chatraum beispielsweise eine separate Instanz gebildet wird und die Nachricht zwischen den Chat-Services bzw. den Chat-Clients komplett über genau diesen Actor, der dafür zuständig ist, realisiert wird. Aber ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt konkret einmal ein bisschen in den Code beziehungsweise die jeweiligen Nachrichten, die dafür zuständig sind, an.
In den Folien gibt es jetzt nur zusätzlich zwei Bereiche bzw. zwei einzelne Folien, die die jeweilige Schnittstelle beschreiben. Das heißt, schlussendlich sind das die Nachrichten, die ausgetauscht werden können zwischen diesen zwei Systemen bzw. zwischen diesen drei Komponenten. Andererseits natürlich ganz zu Beginn ist die Nachricht Register Chat Service verfügbar. Mit dieser Nachricht registriere ich einen verfügbaren Chat Service A of the Registry. Ihr kriegt diese einzelnen Nachrichten bzw. Schnittstellen basierend auf einem Java Archive, das heißt einem Jar-File. Das braucht ihr eigentlich nur importieren bzw. ist in dem Musterprojekt schon drinnen, das ihr von uns kriegt. Und somit habt ihr es hier verfügbar. Wenn ihr euch registriert an diesem Chat-Service, kommt die Nachricht Chat-Service Registered zurück. Das heißt, ihr kriegt über das Event mit, ob dieser Registrierungsversuch überhaupt geglückt ist. Wenn nicht, kommt eine Fehlermeldung zurück, zu der kommen wir nachher noch. Das ist eine separate Nachricht, die ausgetauscht wird. Die zweite Nachricht, die die Registry bereitstellt bzw. behandelt, ist die Nachricht Get Available Chat Services. Als Resultat kriegt sie die Nachricht Available Chat Services zurück, das heißt schlussendlich eine Nachricht, in der die Liste an Chat Services übertragen, übermittelt wird, und zwar all jene Chat Services, die verfügbar sind. Und ab diesem Zeitpunkt, wie wir schon ein paar Mal gehört haben, passiert die Kommunikation ausschließlich dann nur noch zwischen dem jeweiligen Client und einem konkreten Chat-Service. Das heißt, nachdem ihr einen konkreten Service ausgesucht habt, das heißt, ihr wisst schlussendlich die Adresse des jeweiligen Services, den ihr ansprechen müsst, könnt ihr zu diesem Service konkrete Anfrage schicken, Get Available Rooms. Das Resultat ist eine Nachricht vom Typ Available Rooms, das heißt schlussendlich eine Liste an Strings, eine Liste an Namen von den jeweiligen Räumen. Und diesen Namen verwendet sie dann schlussendlich, um die jeweilige Nachricht Join Room an das Chat Service zu schicken. Das Chat Service geht dann damit so weit um, dass es sagt, gut, ich trage jetzt den jeweiligen Absender dieser Nachricht Join Room ein, und zwar genau zu dem Raum, in dem natürlich der Raum, der betreten werden will. Die Absenderadresse aus dem Grund ist notwendig, dass natürlich in weiterer Folge sämtliche Nachrichten an diese Adressen weitergeschickt werden können. Ich kann das Ganze natürlich auch wieder beenden und sagen, mit der Nachricht Leave Room, der jeweilige Name wird wieder übergeben des Raums, kann ich den jeweiligen Chatroom verlassen. Als Resultat kommt dann so Room Left, das sind sogenannte Event-Typen, auf die man dann reagieren kann oder einfach auch beiseite lassen kann. Das ist nicht notwendig, das zu implementieren, zumindest um die grundlegende Funktionalität zu gewährleisten. Und die letzte Nachricht ist schon schlussendlich die Nachricht Send Message, um eine gewisse Nachricht, in dem Fall ist es einfach ein String, in einem Raum zu veröffentlichen. Der Response dazu, beziehungsweise die Nachricht, die dann an alle Beteiligten in diesem Raum weitergeleitet wird, ist die Nachricht vom Typ New Message Available. Wichtig für den Betrieb eines Chat-Services sind nur folgende zwei, beziehungsweise die eine Nachricht, die ganz zu Beginn noch steht, und zwar GetStatus. Die Registry schickt in regelmäßigen Abständen an die jeweiligen Chat-Services Statusabfragen. Und zwar, angenommen, das passiert jede Minute einmal, muss das jeweilige Chat-Service im Rahmen von, glaube ich, 5 Sekunden, so wie es jetzt eingestellt ist, einen sogenannten Heartbeat zurückschicken. Das ist aus dem Grund notwendig, dass nicht am Laufe der Zeit 1000, 2000 Chat-Services verfügbar sind, nur weil sie einmal getestet worden sind. Wir stellen damit sicher, dass in einem gewissen Zeitraum der Status eines jeweiligen Chat-Services überprüft wird. Und wenn der Chat-Service noch verfügbar ist, das heißt ein Actor-System läuft, beziehungsweise ein Actor in diesem System die Nachricht erhält und mit einer Nachricht vom Typ Heartbeat zurückschickt, dann gehen wir davon aus, dass dieses Chat-Service nur verfügbar ist und zum gewissen Teil zumindest funktionsfähig. Wir überprüfen nicht, ob natürlich alle anderen Nachrichten entsprechend bearbeitet und behandelt werden, aber wir gehen einmal davon aus, dass dieser Actor in diesem Actor-System entsprechend verfügbar ist und somit nicht irgendein Test gewesen ist, der nicht mehr rennt nachher. In gewissen Fällen kommt ein sogenanntes Error-Message zurück, und zwar ist dieses Error-Message dafür notwendig, um einfach auf gewisse Fehlerfälle reagieren zu können.
In dem Beispiel-Chat-Service, den wir zur Verfügung stellen, ist beispielsweise eine Error-Meldung definiert, wenn zweimal der gleiche Raum betreten werden soll. Somit kommt eine Meldung zurück von wegen, ja, der Raum ist schon betreten worden, man kann nicht nur mit diesem Raum joinen. Und das haben wir jetzt soweit realisiert, dass in dem Fall die Error-Message zurückkommt, um ein gewisses Fehlerhandling auf der Client-Seite zu gewährleisten bzw. zu ermöglichen. So, und wie läuft das Ganze jetzt rein infrastrukturtechnisch ab? Infrastrukturtechnisch haben wir jetzt schon gehört, dass die Dinge auf unterschiedlichen Servern laufen, beziehungsweise einerseits natürlich von uns bereitgestellt werden, auf der anderen Seite von euch implementiert werden müssen. Dazu gibt es, wie wir erst schon gesagt haben, wir zeichnen das Dokument jetzt einfach nur mal hin, die Registry, die am Server mit der IP.14 jetzt läuft, was da vorne kommt, das, zu dem kommen wir nachher noch im Detail. Von dem könnt ihr einmal grundsätzlich ausgehen. Was jetzt jede Gruppe von euch noch kriegt, ist zusätzlich einen sogenannten virtualisierten Container. Und dieser virtualisierte Container, jeder davon, ist erreichbar über eine eigene IP. Und zu diesem Container kriegt, oder zu einem Container jeweils, kriegt die Gruppe Zugang und muss natürlich dort seinen eigenen Chat-Service bereitstellen. Und dieser Chat-Service wird, nachdem es programmiert worden ist natürlich, über ein Java-Jar gestartet. Und dieser Chat-Service kommuniziert dann jeweils mit dieser Registry, das heißt beim Starten registriert er sich bei der jeweiligen Registry. Das macht dann im Optimalfall jede Gruppe. Und in weiterer Folge gibt es dann vielleicht irgendwo lokal den Client und der Client ruft da, wie gesagt, bei der Registry wieder alle verfügbaren Chat-Services ab. In dem Fall kriegt der Chat-Services von diesen drei Containern und kann dann konkret mit einem dieser Container in Kontakt treten und die Liste an Räumen abrufen, einen Raum joinen bzw. Nachrichten in diesem Raum veröffentlichen und mit anderen austauschen. Die jeweiligen Server sind verfügbar über SSH-Verbindungen, das heißt über eine Terminal-Verbindung. Das zeige ich jetzt dann ganz konkret noch, beziehungsweise gibt es in weiterer Folge ein kleines Tutorial, das mitkommen wird auf der Lernplattform. Sind schlussendlich Linux-Server. Wir hatten schon mal ein bisschen eine Hands-on-Experience mit Linux machen können. Oder ist das komplett Neuland? Ich gehe mal davon aus, dass jeder schon kennt, also brauchen wir es eh nicht mehr im Detail machen, oder? Es gibt ein paar Folien, zu denen ihr natürlich auch nachschauen könnt, wie es hier grundsätzlich Verbindungen herstellt, ein bisschen Hilfestellung zu den gesamten Thematiken, beziehungsweise natürlich jetzt werden wir noch ein bisschen durchschauen, wie die grundlegenden Dinge da ausschauen in der Linux-Welt. Schlussendlich soll am Ende der Übung natürlich jeweils der Gruppe ein Chat-Service verfügbar sein auf einem dieser Container. Das heißt, angenommen, es sind 20 Gruppen, soll am Schluss natürlich eine Summe von 20 Chat-Services verfügbar sein, die wir dann als Server aufrufen können, beziehungsweise die wir benutzen können, um Nachrichten in Räumen jeweils auszutauschen. So, und das ist schlussendlich auch das, was da unten steht, der Server-Container zur Bereitstellung des jeweiligen Chat-Services. Es ist nicht unbedingt notwendig, den Chat-Client am gleichen Server bereitzustellen, weil die ganze Implementierung auch üblicherweise über Firewalls, die gegebenenfalls in irgendwelchen Heimnetzwerken oder privaten Netzwerken eingestellt sind, meistens durchkommt und somit eigentlich keine Probleme liefert. Zumindest war es letztes Jahr, glaube ich, nicht der Fall. Das ist einerseits der Container. Der Client, wie gesagt, kann lokal durchaus laufen, beziehungsweise kann lokal getestet werden. Ist er von uns bei dem Abgabegespräch, zu dem wir nachher dann noch kommen werden, notwendig, den laufen zu lassen bzw. demonstrationsfähig zu halten. Um jetzt die ganze Implementierung ein bisschen einfacher zu gestalten, gibt es ein Code-Gerüst von uns, das ihr zur Verfügung gestellt bekommt. Und dieses Code-Gerüst hat ein paar einfache Dinge implementiert, die euch ein bisschen Orientierungshilfe geben sollen,
Zu dem kommen wir nachher noch genauer, beziehungsweise enthält dieses Codegerüst bereits die Abhängigkeit zur jeweiligen Bibliothek, die die Nachrichten enthält. Das ist Punkt 1, das heißt, die Nachrichtenschnittstelle wird über die sogenannte API-Jar bereitgestellt. Das heißt, schlussendlich habt ihr da die Liste an Nachrichten enthalten. Am Ende des Tages sind es Klassen, die ihr verwenden könnt, um diesen Nachrichtenaustausch zu gestalten. Alle Abhängigkeiten sind in dem Fall via Gradle realisiert. Das heißt, das Projekt ist ein Gradle-Projekt. Ein Gradle-Projekt ist schlussendlich ein Projekt von einem gewissen Typ, das sich die Abhängigkeiten automatisch konfiguriert. Somit müsst ihr euch nicht drum kümmern, welche Bibliotheken, welche Libraries ihr von Akka beispielsweise Akka Actors verwenden müsst. Es war alles da schon drinnen. Wenn wer dieses Gradle-Projekt nicht verwenden will, geht natürlich auch, wir setzen das nicht voraus, das heißt, es ist kein Abgabekriterium, hat aber natürlich derjenige oder diejenige etwas mehr Aufwand, um diese Dinge zu konfigurieren, beziehungsweise manuell einzurichten. Notwendig, ganz konkret, ist natürlich das Herunterladen von entsprechenden Libraries und Bibliotheken und der manuelle Import, um die Dinge bereitzustellen. Punkt 3, es gibt einen sogenannten Actor Helper zur Generierung von Actor Adressen, das heißt schlussendlich die Pfade, die ihr braucht, um einen Actor auch im Netzwerk verfügbar zu machen, beziehungsweise müsst ihr dann die gegebene Akka-Konfigurationsdatei anpassen, und zwar ganz konkret an einer Stelle, und zwar ist das die jeweilige IP des Containers, den ihr zuweisen kriegt. So, und das würde ich jetzt ganz konkret einfach nur mal kurz herzeigen, und zwar dort, wo schlussendlich in den Code reingeht. Und da können wir noch ein paar Dinge auch einfach austesten. Verwenden dann wir üblicherweise die Entwicklungsumgebung IntelliJ. Ihr habt als Studenten die Möglichkeit, da Gratislizenzen so anzufragen. Geht meistens relativ schnell, dazu ist ein Account notwendig, beziehungsweise die Studentenkennung, so werde ich was. Mittlerweile ist es geändert, es geht jetzt noch einfacher. Es reicht, wenn man die JQU.at E-Mail-Adresse angibt, das heißt, das ist Jürgen von JQU.at, und das eigentlich automatisch schon hinterlegt, dass wenn jemand diese Adresse hat, wird angenommen, das ist ein valider Student oder eine valide Studentin, und wird dann innerhalb kurzer Zeit, ich glaube, das geht innerhalb einer Tag, gut. In dem Zeitraum kann man es verwenden, weil es ist 30 Tage Trial. Also, aber es geht relativ schnell, wenn man eben diese JQU-Adresse verwendet. Wer das gar nicht verwenden möchte, es gibt glaube ich noch vor die Möglichkeit, ein Foto vom Studenten zu. So, das was ich jetzt mache, ganz kurz nur einen Beispiel-Actor anlegen, um euch zu zeigen, wie denn so eine Actor-Adresse überhaupt ausschaut. Das was ich jetzt da ganz kurz mache, das vergesst ihr jetzt einfach. So. So, ganz kurz fast forward zu den Themen, wie ihr schlussendlich einen Actor anlegen könnt. Ich habe beispielsweise einen Actor jetzt angelegt in einem Actor-System, das haben wir erst schon ganz kurz gesehen, beziehungsweise sollte ich es ja selber schon mal gemacht haben.
den werde ich jetzt einfach einmal so benennen, um das Ganze eindeutig zu machen. Das heißt, ich lege ganz zu Beginn natürlich ein Actor-System an und habe im Hintergrund in irgendeiner Art und Weise einen Actor schon programmiert, den nennt sich Jet-Client-Actor, denn erstelle über dieses System, über dieses Actor-System, über die jeweilige Props, Property-Einstellungen und weiß diesem Actor, wenn notwendig, beziehungsweise wenn er wünscht, auch einen statischen Namen zu. Rauskommen dort eine sogenannte Actor-Ref, eine Actor-Reference. Und jetzt werden wir das Ganze einfach jetzt einmal ausgeben, um mal zu sehen, was da überhaupt zurückkommt. Starten wir das einmal. Und ihr setzt da unten den Standard-Output, das heißt die To-String-Methode dieser Actor-Reference. Und der String oder der Teil, der innerhalb dieser eckigen Klammern steht, ist dem Grunde nach jetzt einmal der sogenannte Actor-Pfad. Das heißt, ganz zu Beginn wird definiert das Protokoll, Acker, das Actor-System, schlussendlich das, was ich auf Line 12 definiert habe, so wie ich es auch benannt habe. Den User für den aktuellen User, der ist aber standardmäßig jetzt einmal so gleich in den Standard-Implementierungen, die ihr machen werdet, beziehungsweise dann den jeweiligen Actor-Namen. Und dieser String, dieser Actor-Path, ist schlussendlich der Pfad, den ihr für jeden Actor kriegt, das heißt der Pfad, der jedem Actor zugrunde liegt. Schlussendlich, wenn ich zweimal beispielsweise einen Actor erstelle, wir nennen es jetzt einfach mal Actor 1 und Actor 2, und ich lasse die jeweiligen Namen gleich, das heißt JetClientActor wird gleich heißen, kommt natürlich die jeweilige Fehlermeldung, dass ein Actor mit der gleichen Bezeichnung bereits im System aktiv ist und somit kein zweiter mit diesem gleichen Namen angelegt werden kann. Das heißt schlussendlich, diese ID, dieser Pfad ist eindeutig und zeigt innerhalb eines Actor-Systems auf einen jeweiligen Actor. Würde ich diesen Actor in einem zweiten System anlegen mit dem gleichen Namen, würde das natürlich funktionieren, weil das Actor-System, das dem zugrunde liegt, ein anderes ist und somit eine eigene Umgebung darstellt. Würde ich jetzt da einfach in den Namen jeweils 1 und 2 reinschreiben, dann habe ich natürlich auch da wieder die Möglichkeit, diesen Actor anzulegen, obwohl es der gleiche Actor-Typ ist, aber einen unterschiedlichen Namen habe ich zugeordnet. Ich habe erst schon ganz kurz angesprochen, es ist nicht notwendig, diesen Namen anzugeben, jetzt tun wir das einfach jetzt einmal weg. Was ist der Effekt, der dann als Konsequenz herauskommt? Ich kann diesen Actor natürlich anlegen, im Hintergrund wird aber der jeweilige Actor-Name durch einen dynamisch generierten Namen ersetzt und somit weiß ich eigentlich im Nachhinein nicht ganz genau, welcher Actor jetzt erstellt worden ist. Zumindest der Pfad ist erst dann ersichtlich, wenn ich den jeweiligen Actor entsprechend definiert habe bzw. im Actor-System deployed habe. In gewissen Fällen ist es, wie gesagt, notwendig, einfach genau diesen Namen bereits anzugeben. Das ist jetzt unser Example-Actor. Wenn ihr euch aber diesen String anschaut, wir geben jetzt einfach nochmal das von diesem Example-Actor aus, ist keine Information oder steht keine Information dahinter, die euch angibt, auf welchem Server bzw. auf welchem Actor-System, und zwar auf welchem Remote-Actor-System das läuft. Ihr habt da links in den Containern jeweils die IP-Adressen stehen und schlussendlich muss da das irgendwann einmal in diesem Chat-System bzw. in diesem Actor-Pfad enthalten sein. Und dazu gibt es, in diesem Projekt ist es schon verfügbar, den sogenannten Actor-Helper. Der Actor-Helper kommt aus dem Beispielprojekt von uns mit und zwar ist das bereits in der Library enthalten, die euch die API auch zur Verfügung stellt. Und ihr habt da den Pfad drinnen, die Methode drinnen, die euch die wirkliche Actor, den Actor-Pfad liefert, und zwar den Pfad, den sie benutzen sollt, um auch extern ansprechbar zu sein. Und wir verwenden jetzt einmal einfach diese Methode und schauen, was jetzt passiert, und zwar einfach im Vergleich zu diesen beiden Ausgaben.
Ja, jetzt ist natürlich. Jetzt ist die Konfigurationsdatei nicht richtig wahrscheinlich. Schauen wir, ob es jetzt funktioniert. Einen kleinen Fehler, schlussendlich hängt es aber wahrscheinlich von der lokalen Konfiguration jetzt bei mir ab. Das sollte das Resultat sein. Das heißt, schlussendlich, was passiert, ist dieser String im Sinne des Pfads des jeweiligen Actors sollte rauskommen, und zwar nicht mehr nur das AKA-Protokoll, sondern auch das AKA-Protokoll, das übertragen wird über TCP. Der Name des jeweiligen Chat-Systems, das haben wir erst auch schon gehabt, aber inklusive der jeweiligen IP und des Ports, unter dem der Service läuft. Der User, genauso wie erst, wird sie nicht unterscheiden, und dann jeweilig der Actor-Name. Das, was ihr da seht, ist schlussendlich der Pfad bzw. der Actor, der notwendig ist, um überhaupt die Registry ansprechen zu können. Die Registry, ich habe es oben hinzeichnet mit der IP.14, das war jetzt in dem Fall die 140.78.196.14, der Port 2552. Hinter diesem Actor-System steht schlussendlich ein Actor bereit, chat-service-registry, der euch diesen Registry-Dienst bereitstellt. Und diesen Actor könnt ihr verwenden, und zwar ganz einfach unter dem jeweiligen Chat-System, dem lokalen Chat-System. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eine Actor-Selection zu erstellen. Und diese Actor-Selection übergebt ihr dem Pfad. Und da verwendet ihr jetzt einfach den jeweiligen Helper. Es gibt die Methode getChatServiceRegistry. Und nachdem ihr diesen String, schlussendlich der Pfad zu diesem Actor, verwendet habt, habt ihr schlussendlich eine Actor-Selection. Und diese Actor Selection ist die jeweilige Registry, die von der Funktion her ganz genau gleich funktioniert wie ein normaler Actor. Das heißt, ihr habt auf diese Registry, auf diese Actor Selection, die Möglichkeit, via Tell die entsprechende Nachricht zu schicken. Und diese Nachricht, wir verwenden jetzt einfach mal die Methode Tell, das heißt der asynchrone Austausch, ohne dass man konkret eine Antwort erwartet. Da verwenden wir jetzt einfach die Nachricht Register Chat Service. Und woher diese Register Chat Service Nachricht kommt, das schauen wir uns gleich an. Und jetzt in dem Fall ist es notwendig, dass ich keinen Absender definiere, weil ich selbst in keinem Actor-System mich befinde. Dementsprechend kann ich auch keine Rückantwort erwarten, weil dahinter kein Actor steht, an dem die Antwort gesendet werden kann. Die Nachricht Register Chat Service, wir haben es erst schon in den Folien gesehen, das heißt schlussendlich die Liste an Nachrichten, die definiert ist, die kommt unmittelbar mit, und zwar, wenn Sie das Beispielprojekt bzw. das Code-Konstrukt euch anschaut, kommt automatisch mit in den Ordner libs. In diesem Ordner libs gibt es die eine Char-Datei, die schlussendlich das API, das Application Programming Interface, die API bereitstellt für die Kommunikation zur Registry bzw. dann in weiterer Folge zum jeweiligen Chat-Service. Wenn Sie da reinschaut, gibt es drei Packages, API, Data und Helper. Die API beinhaltet alle Nachrichten, die verfügbar sind. Das sind genau die Nachrichten, die auf den Folien schon gestanden sind. Wir haben beispielsweise die Nachricht jetzt gerade verwendet, und zwar Register Chat Service. Im Hintergrund steht nicht recht viel, außer der jeweilige Klassenname. Wichtig in dem Fall natürlich die Realisierung des Interfaces Serializable, weil das Ganze übers Netzwerk geht und die Nachrichten serialisierbar sein müssen, und ein leerer Konstruktor.
Der leere Konstruktor aus dem Grund, weil nicht weitere Informationen und Attribute in dieser Klasse notwendig sind, weil es rein auf diesen Klassennamen geht. Die Nachricht ist somit der Request an, das jeweilige, an den jeweiligen Actor, in dem Fall die Registry. Und die Registry weiß aufgrund des Namens bereits alles, was sie tun muss. In dem Fall die Liste an verfügbaren Chat-Services zurückschicken. Und das, was dann passiert ist, ihr kriegt zurück die Nachricht Available Chat Services. Und das ist genau das Pattern, das ich euch da bereitgestellt habe. Das heißt, das ist der Request jeweils und in Klammer ist, das jeweilige, ist die jeweilige Response-Klasse. Das heißt, in dem Fall Chat Service Registered. Bei der zweiten Nachricht war es gewesen Get Available Chat Services und als Antwort kriegt sie zurück Available Chat Services. Und in dieser Nachricht steht drinnen, wenn wir die jetzt aufmachen, also Spur länger, aber auch nicht recht viel länger, und zwar wieder natürlich der Klassenname und zusätzlich zum Klassennamen ein Attribut, und zwar eine Variable, die ein Set an Services enthält. Und dieses Set an Services kann man einmal beim Erstellen dieser Klasse setzen, beziehungsweise dann natürlich auch wieder zurückliefern. Und so wie der Flo erst schon gesagt hat, ganz wichtig in dem Fall, und zwar sollten sämtliche Attribute immutable sein. In dem Fall ist es gewährleistet, weil ausschließlich beim Generieren dieser Klasse, das heißt beim Konstruktor, die Möglichkeit besteht, diese Services zu setzen und ab diesem Zeitpunkt dann ausschließlich nur mehr auf dieses Set an Services zugreifbar ist, und zwar über den Getter. Ihr habt so die Möglichkeit, auf diese Chat-Services zuzugreifen. Was dahinter steht, könnt ihr dann natürlich gleich mal ausprobieren, in den ersten Versuchen mit diesem System zu agieren, beziehungsweise mit diesem System Daten auszutauschen. Was ich euch schon verraten kann, ist nichts anderes als eine Liste an Chat-Services, und das String repräsentiert nichts anderes als, ich schalte nochmal zurück zu dem Actor Helper, ist nichts anderes als eine Liste von Strings, die im Wesentlichen das gleiche Konstrukt wie dieses enthalten, und zwar natürlich nicht das gleiche eins zu eins, sondern jeweils die IP-Adressen und die Namen der Actor-Systeme bzw. der jeweiligen Actors, die den Chat-Service bereitstellen. Und sobald ihr genau diesen Namen habt, beziehungsweise die Liste dieser Namen, kennt ihr mit dem gleichen Konstrukt, das ich euch jetzt gerade gesagt habe, das heißt mit der sogenannten Actor Selection. Das fügt ihr da im Wesentlichen den String ein. Und über diese Actor Selection habt ihr dann das jeweilige Chat Service verfügbar, mit dem ihr die Daten austauschen könnt. Das heißt, das wird dann ein selbiges Konstrukt sein. Das ist der jeweilige Actor-Pfad, den ihr zurückkriegt aus dieser Liste. Das wird dann ein konkretes Service sein. Und mit diesem konkreten Service könnt ihr jetzt sagen Tell beispielsweise oder Ask in dem Fall. Ich habe es jetzt nicht importiert. Aber New Get Available Rooms könnt ihr mit diesem jeweiligen Service in Kontakt treten und beispielsweise die Liste an Räumen abfragen. Die Liste an Räumen liefert euch in weiterer Folge, und das brauchen wir jetzt nicht eins zu eins zu durchgehen, aber machen wir das noch durch. Die Liste an Räumen, und zwar nach diesem Nachrichtentyp Get Available Rooms, kommt die Antwort zurück Available Rooms. Und Available Rooms, sehr ähnlich zum Available Services Objekt, liefert nicht nur die Liste an Rooms, sondern auch das jeweilige Service zurück. Das heißt, ihr kriegt es da nur mehr zusätzlich den Actor-Pfad zurück, bei dem sie angefragt habt. Es ist aber in dem Fall in den meisten Fällen eine redundante Information, weil der jeweilige Sender dieser Message natürlich auch gleichzeitig das jeweilige Service ist. In den meisten Fällen, manchmal vielleicht muss es nicht der Fall sein, aber grundsätzlich könnt ihr davon ausgehen. Ja, und im Grunde nach passiert das Gleiche mit Join Room. Room joined wird zurückgegeben. Dann natürlich aber abhängig von dem jeweiligen Chat-Service-Implementierungsteam, weil das vom jeweiligen Chat-Service bereitgestellt werden muss. Wenn beispielsweise irgendwer von euch diese Antwort nicht zurückgibt, darf natürlich ein Chat-Client diese Nachricht auch nicht unbedingt erwarten. Somit beispielsweise, wir haben es erst schon gehört, kann es durchaus sein, dass ein sogenanntes Timeout
entsteht, weil ein Service entweder die Nachricht gar nicht zurückschickt oder so lange braucht, bis er die Nachricht zurückschickt, bis das Timer schon mehr oder weniger abgelaufen ist und ein Fehler bei Handling-Zyklus ausgeführt wird. Ja, dem Grunde nach wird das so mal die Aufgabenstellung für das zweite Projekt sein. Hat dazu jetzt einmal konkret wer Fragen? Bitte. Also konkretere Anforderungen zu diesem Chat-Service? Kommt nochmal etwas konkreter. Einerseits ist es schon relativ konkret enthalten in den Nachrichten. Und zwar schlussendlich, wenn wir jetzt nochmal in die Übersicht zurückschalten, diese Nachrichten sind in irgendeiner Art und Weise zu implementieren. Das heißt einerseits natürlich, um das Chat-Service bereitzustellen, man kriegt dann irgendwie die Liste an Chat-Services zurück, beziehungsweise ab diesem Zeitpunkt ist es das Chat-Service-Konstrukt, das die Nachrichten bereitstellen muss, beziehungsweise verwenden muss. Es sind natürlich einmal alle diese Nachrichten zu verwenden, sonst kann man den Chat-Dienst gar nicht benutzen. Was denn dem Grunde nach nochmal ganz konkret zugrunde liegt, das heißt Anforderungen, das werden wir nochmal ganz konkret zusammenschreiben, aber dem Grunde nach sollte ein einfacher Chat-Service möglich sein, das schlussendlich von einem Chat-Client da bereitgestellt und getestet werden kann. Das heißt, Listen räumen, abfragen, einen Raum betreten, in diesen Raum Nachrichten senden und diese Nachrichten natürlich irgendwie wieder ansagen und diesen Raum wieder verlassen. Das sind die ganz einfachen Grundanforderungen, die sind nochmal ganz konkret zusammengeschrieben. Kriegt es. Es ist nicht notwendig, Nachrichten zu persistieren. Das heißt, ihr braucht jetzt keinen Chat-Client mit History oder mit irgendeinem Protokoll implementieren. Es reicht, wenn ihr den Chatraum betritt, dann die jeweiligen Nachrichten anzeigt, die zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitrahmen reinkommen. Und sobald ihr den Raum wieder verlasst, wird nichts mehr anzeigt. Also einmal die Nachrichten erst dann anzeigen ab dem Betreten. Was es nicht implementiert werden muss, ich betrete den Raum und da waren vielleicht schon zwei andere kommunizieren. Das ist den Verlauf der Anzeige. Und erst wieder damit, ab dem Zeitpunkt werden wir halt diese Nachrichten auch zugestellt. Und vergesst bitte nicht, aber was jetzt vielleicht vom Inhaltlichen nicht so wichtig ist, vergesst bitte nicht auf diese Heartbeat-Message. Das haben wir auch schon öfter gehabt, ja, beim Testen, wir haut es immer raus, System, und da wurde einfach diese Heartbeat-Message nicht implementiert. Das heißt, unser Cleanup am Server sagt, der Chat-Service ist nicht erreichbar, den schmeißen wir raus. Das heißt, dass man die gleich einmal diesen Status-Update für die Heartbeat-Message gleich am Anfang mit implementiert, dann kann man das vergessen. Ist auch die einfachste Nachricht. Aber das darf man einfach nicht übersehen, weil sonst wundert man sich, wieso bin ich nicht erreichbar, ja, weil ich immer vom Server rausgeschmissen bin. Als Beispiel, es gibt drei Container mit drei Chat-Services. Alle drei registrieren sich, das heißt, irgendwo steht natürlich auf der Registry die Adressen der drei Services. 1, 2, 3 mit der jeweiligen Actor, mit dem jeweiligen Actor-Part zugrunde. Und auf diese Liste, die wird in einem gewissen Zeitintervall durchiteriert und jedem Actor-System bzw. jedem Actor, der dahinter liegt, wird die Nachricht Get Status geschickt. Im ersten Durchlauf beispielsweise genau diesen drei Actors. Wenn in, ich glaube, 5 Sekunden, was es jetzt definiert ist, keine Heartbeat-Message zurückkommt. Das heißt, der Server horcht schlussendlich auf diese Message und sagt dann, gut, der Actor 1 hat es zugeschickt innerhalb dieser 5 Sekunden, der Actor 2. Und vielleicht ist der Actor 3 aber nach der Registrierung ausgefallen, das heißt, der ist nicht mehr verfügbar. Die 5 Sekunden laufen aus, wird dieser Eintrag automatisch gelöscht. Und ihr müsst euch, um das wieder verfügbar zu machen, neu registrieren. Das heißt, wie der Flo schon gesagt hat, ganz kurz nochmal, GetStatus wird geschickt vom Server automatisch. Ihr schickt die Heartbeat-Message zurück, die schaut ganz einfach aus und zwar ist es einfach eine ähnlich wie GetAvailableServices oder GetAvailableRooms, eine ganz normale Klasse ohne irgendwelchen Zusatzparametern. Das schickt es zurück und der Server geht weiter und sagt, er hakt es ab und sagt, das Chat-Service ist verfügbar, es passt soweit. Bis zur nächsten Runde, das heißt bis zur nächsten Iteration, wo wieder die GetStatus-Message weggeschickt wird. Das ist sehr einfach implementiert in meiner Match, also in
den Receive Block, mache ein Match mit getStatus.class und wenn das reinkommt, was tue ich da? Das schaffe ich in einer Zeile, sage ich getSender.tel Heartbeat. Dann schicke ich einfach als Antwort dem Sender mein Heartbeat zurück und es ist erledigt. Um das Ganze natürlich ein bisschen testbar zu machen und eigentlich nicht abhängig von anderen Chat-Services zu machen, gibt es von uns einen Chat-Service, der verfügbar ist. Ich habe jetzt einen kleinen Chat-Client selbst geschrieben. Ich kann mittels Befehl Services sämtliche Services abrufen, die verfügbar sind. Zwei Chat-Services stehen konkret zur Verfügung unter der IP.14 mit zwei Ports, das heißt schlussendlich zwei Chat-Services, die verfügbar sind von uns. Und ich kann schlussendlich jetzt einmal anschauen, gut, ich habe das so gelöst, ich habe den jeweiligen Pfad, den ich angebe, und zwar nach dem Befehl Rooms, gebe den jeweiligen Pfad des Actors an und sage, gut, bitte, was sind denn für Räume verfügbar? In dem Fall sind es drei Räume, Raum Nummer 1, 2 und 3. In der jeweiligen Array-Position 0, 1 und 2, das ist einfach aufgrund meiner Konsolenapplikation so gelöst, und ich sage jetzt Join den Raum aus dem Index 1 beispielsweise, das ist der Raum Nummer 3. Ich sage Join 1, es kommt vom Server automatisch zurück Room Joined, und eine Nachricht, die generiert wird vom Server selbst schon, und zwar die Nachricht, dass alle mitkriegen, Client 1 joined the conversation. Und jetzt kann ich beispielsweise, dadurch, dass diese Session aktiv ist, sagen, ich will eine Nachricht senden und sage Testnachricht. Und diese Testnachricht wird in diesem Raum bereitgestellt und an alle registrierten Teilnehmer bzw. angemeldeten Teilnehmer gesendet. Ich kann dann da wieder sagen, leave one, the room is, aus dem Room ist ausgetreten worden. Wenn ich das nochmal ausführe, beispielsweise kommt eine Fehlermeldung zurück vom Server, und zwar vom Chat-Service, Room not joined. Ganz konkret, vielleicht in der Zuordnung nochmal, der Befehl Services kommuniziert von meinem Chat-Client in Richtung Registry. Die Registry liefert mir diese Liste zurück. Listeneintrag ist Nummer 1, der Chat-Service unter dem Port 2554. Und der Listeneintrag Nummer 2 ist der Chat-Service unter dem Port 2555. Und wenn ich jetzt sage Rooms mit dem Chat-Service unter dem Port 2555, kommuniziere ich nicht mehr mit der Registry, sondern jetzt bereits mit dem jeweiligen Chat-Service und schlussendlich der Chat-Service, der mir die Antwort liefert, welche Räume denn verfügbar sind. Im Sinne von Messages, was passiert? Mein Befehl Rooms, den ich da eingib, matcht automatisch auf die Nachricht Get Available Rooms. Das heißt, wenn ich das eingib, wird automatisch eine Nachrichtenklasse instanziert von dem Typ Get Available Rooms. Und der zweite Parameter, beziehungsweise der erste Parameter zu dem Befehl, liefert mir im Wesentlichen nichts anderes als genau diese Actor-Adresse zu dem jeweiligen dahinterstehenden Actor-Service. Wir schauen uns jetzt einfach das nochmal an. Get Available Rooms. Get Available Rooms, das ist eine ganz normale Klasse ohne weiteren Parametern. Die jeweilige Actor-Adresse brauche ich aus dem Grund aber, weil ich natürlich irgendwo eine Actor-Selection schlussendlich brauche, an die ich die Nachricht schicke. Wenn das gewährleistet ist, weiß ich, an wen ich das schicke und welche Nachricht der jeweilige Actor kriegt. Und ich kriege als Antwort Available Rooms zurück. Und diese Available Rooms sind Room 1, 2 und 3. Die lade ich immer im Chat Client in eine Liste rein, und diese Liste kann ich dann weiter verwenden. Und zwar Join 2 wird sein, der Befehl Join mappt auf die Klasse bzw. auf das Event Join Room. Dem muss ich übergeben den jeweiligen Raum und den Namen. Das heißt, mein jeweiliger Nickname, den ich bereitstellen will, um jetzt in weiterer Folge zu kommunizieren zu können. Und sobald ich das angib, ist irgendein Fehler. Room Join, es hat noch ein bisschen braucht. Sobald das kommt, kommt vom Chat Service die jeweilige Statusrückmeldung zurück. Room ist erfolgreich gejoint worden. Und die Nachricht, die sie da seht, beziehungsweise die Ausgabe, die sie da seht, ist automatisch schon die Ausgabe eines jeweiligen Messages in dem Raum.
die generiere jetzt nicht von mir als Client, sondern das kommt schon automatisch von dem Chat-Service und zwar an alle zum aktuellen Zeitpunkt verfügbaren Teilnehmer. Und zwar aus dem Room Number 2 gibt es jetzt die Info Client 1, join the conversation. Jetzt kann ich natürlich wieder sagen, leave to. Machen wir jetzt nochmal mit dem Raum 1, join 0. Und da habe ich natürlich den Raum Nummer 1, den ich betreten habe. Und aus dem Raum Nummer 1 kommt dann die jeweilige Nachricht, dass der Client 1 die jeweilige Konversation betreten hat. Ich verlasse den Raum wieder. Room left. Und wenn ich jetzt sagen würde, send test, kommt jetzt bei mir in dem Fall nichts zurück, weil ich keinen aktiven Raum im Hintergrund definiert habe. Somit nicht teilnehme an einem Raum, somit auch keine Nachrichten generieren kann bzw. kriege. Bitte? Ja, schauen wir uns das Message dazu an. Und zwar, wenn ich die Nachricht Join Room aufrufe, muss ich das jeweilige Raumobjekt mitgeben und mit diesem Raumobjekt zusätzlich als zweiter Parameter kommt der Name mit. Das heißt, beim Betreten eines Raums gebe ich als Client mit, unter welchem Namen ich auftreten will. Ja, in meiner Chat-Applikation ist es fix einfach Client One. Ja. Der Client, genau. Das kann man jetzt so lösen, dass man sagt, als Chat-Client, Programmierer oder Applikation, fix definiert Client One als Namen, reicht uns vollkommen, aber mit dem Namen dann einfach in weiterer Folge weiterarbeiten und auch bei der Generierung natürlich des jeweiligen Messages kann man den Namen verwenden. Das heißt, wenn der Server irgendwelche Messages generiert, wie beispielsweise Statusmeldung oder was auch immer, Aktivitätsprotokoll von irgendeinem speziellen Client, dann kann man diesen Namen benutzen, muss man aber nicht. Nein, das ist einfach ein Name, den man beliebig vergeben kann. Jo. Ein Part fehlt uns nur, und zwar der Server-Container. Der Server-Container ist, wie gesagt, die jeweilige Infrastruktur, die jede Gruppe bereitgestellt kriegt und somit auch den Zugriff oder den Zugang zu einer eindeutigen ID hat. Ihr kriegt dann in weiterer Folge Zugangsdaten, beziehungsweise sucht euch Zwarer-Teams bitte. Es wird dann via Doodle wahrscheinlich heute nur ausgeschickt, dass wir auch die Zwarer-Teams mehr oder weniger kriegen. Und zu den jeweiligen Zweier-Teams gibt es jeweils einen Container, den sie verwenden könnt. Und den jeweiligen Container, zu dem kriegt sie natürlich auch die Zugangsdaten. Und was passiert ist, ihr müsst über eine SSH-Verbindung Kontakt zu diesem Server aufnehmen, um konfigurieren zu können, um Dateien aufspielen können, um den Service starten zu können. Ich verwende es jetzt direkt aus der Shell. Ihr habt nachher dann vielleicht nochmal eine konkrete Anleitung, wie das Ganze unter Windows funktionieren kann. Das heißt über PuTTY, PuTTY's Applikation, um genau diese Verbindungen auch herstellen zu können. Vom Prinzip her funktioniert es aber sehr, sehr ähnlich. Ich gebe jetzt einfach einmal da die IP an, beziehungsweise erkläre ich, was da dahinter steht. Und zwar SSH ist das Protokoll, ist eine gesicherte Verbindung. Wird aufgebaut zu dem Server mit der IP 140.78.196.14. Das ist die jeweilige IP des Containers. Und dann schlussendlich der Benutzername. Der Benutzername ist für alle gleich, und zwar ist es der Benutzername stud, kurz für Student. Add ist das Kürzel zwischen IP und dem jeweiligen Benutzernamen. Und was passiert ist, ihr kriegt dann eine Passwortabfrage und ein Passwort, das wir euch dann auch bereitstellen. Jetzt habe ich es eh falsch eingegeben. Und ihr loggt euch ein. Und da jetzt sind ein paar Kleinigkeiten zu machen. Und zwar, um überhaupt einmal eine Java-Umgebung bereitstellen zu können. So, es ist cool. Das werde ich euch alles nur bereitstellen. Es sind ein paar Kleinigkeiten einzugeben an Befehlen, um überhaupt Java 8 installieren zu können. Ihr habt konkret eine Beschreibung, wie das funktioniert, hinter diesem Link. Und zwar der Link, der beschreibt, wie ihr Java auf einer Ubuntu-Maschine installiert. Das heißt,
jeden Container liegt zugrunde, also Ubuntu-Betriebssystem, Ubuntu-Server, und diesen Ubuntu-Server habt ihr prinzipiell zur freien Verfügung. Ihr habt da Root-Zugänge. Und mit diesem Privileg kommt eine gewisse Gefahr mit. Passt auf, was macht's. Wir haben zwar Zugänge, damit wir gewisse Dinge zurücksetzen können, es gibt aber letztes Semester oder eigentlich die vergangenen Semester hat es zumindest irgendeine Gruppen so weit geschafft, dass jeden ausgesperrt hat. Ist grundsätzlich kein Problem, also nicht irgendwie schrecken und irgendwie glauben, dass ihr was kaputt gemacht habt, es ist kein Problem, wir können den Container komplett zurücksetzen, aber mit diesem Zurücksetzen sind sämtliche Daten und sämtliche Einstellungen verloren. Das heißt, wenn ihr irgendwelche fancy Konfigurationen gemacht habt, ihr habt schon 27 Daten oder vielleicht entwickelt ihr direkt am Server, was ich vielleicht nicht empfehlen darf, dann sind die Daten natürlich alle weg. Bei gewissen Dingen haben wir einen Zusatzzugang, mit dem wir nur Fehleinstellungen beispielsweise rücksetzen können, aber selbst da ist es manchmal einfach nicht möglich, diesen Zusatzzugang, Rootzugang auszunutzen, weil wir vielleicht dann auch sogar über diesen Zugang gesperrt sind. Bitte keine grafische Umgebung installieren. Das lässt zwar das System zu, rein vom Direktor her, das lässt aber die Hardware, die dahinter steht, nicht zu, weil dann relativ schnell, weil das sind sehr kleine Container, muss man sagen, und den Fall hatten wir auch letztes Mal, da wollte irgendwer dann KDE oder was installieren, ja, und dann war halt irgendwie der Server klar. Was dann eben, glaube ich, diesen Absturz dann genau verursacht hat. Also, ich müsste euch bitte mit der Konsole. Und vom Datenverbrauch, der wir jetzt angegeben haben, der letztes Jahr, glaube ich, gefühlt das gesamte Internet aber gelohnt hat. Aber, aber wie gesagt, einfach bitte aufpassen. Auf der anderen Seite nutzt die Gelegenheit aus. Das ist ein System, das habt ihr zur Verfügung. Ihr könnt es viel probieren. Und wenn einmal was schief geht, dann bitte einfach eine kurze E-Mail schreiben. Wir setzen euch den Container komplett zurück. Und ihr habt so wirklich eine Umgebung, wo ihr sehr viel probieren könnt und einfach vielleicht gewisse Dinge einmal fehlkonfiguriert, kein Problem. Wie gesagt, nur mit dem einen kleinen Hinweis, Daten, die sind dann eventuell weg. Um aber in Java auf das zurückzukommen, zu installieren bzw. installieren zu können, sind ein paar kleine Dinge notwendig. Das ist das komplette Tutorial dazu. Wir werden es euch nochmal ganz konkret zusammenschreiben, reduziert sie im Wesentlichen auf 3 Befehle. Das ist der eine Befehl, um ein gewisses Paketset bzw. 2 Pakete sind es zu installieren. Das jeweilige System dahinter zu aktualisieren, um natürlich alle Files verfügbar zu haben und dahinter dann nochmal einen Befehl auszuführen, und zwar, das ist dann schlussendlich der Befehl, um Java 8 installieren zu können. Auch da gibt es 2 Varianten. Ihr habt die Möglichkeit, Java 8 zu installieren, beziehungsweise die Version OpenJDK, die steht zur Verfügung. Wir empfehlen sie dem Grunde noch nicht wirklich, weil zu anderen Libraries, beispielsweise Akka, die OpenJDK manchmal vielleicht Unterschiede beherbergt, die nicht unbedingt notwendig sind, dass man dann in die Probleme reinläuft. Einfach die Original Oracle Java Version downloaden über diese 3 oder 4 Befehle, was es sind, und vermeiden, die OpenJDK Variante zu verwenden, weil es da dann wirklich manchmal so sein kann, dass eure Applikation nicht startbar ist. Dem Grunde nach wird es ein Slideset geben, und zwar eine Basiseinführung in Linux. Falls irgendwer noch keine Linux-Erfahrung hat, kann da ein bisschen nachlesen bzw. ein bisschen Befehle ausprobieren. So Befehle wie überhaupt einmal das Verzeichnis so auszulesen, wo man gerade steht. In dem Fall ist es /home/student, ganz kurz geschrieben. Funktioniert mit dem Befehl pwd. Ich kann auch die Files auflisten, die in diesem Directory aktuell verfügbar sind. In dem Fall verwendet man den Befehl ls für list, -l, um das Ganze in einer Liste auszugeben. Da seht ihr bei mir beispielsweise schon diesen Chat-Service bzw. die Registry, die unter dem Namen bzw. unter dem Char ce-übung-17w.char verfügbar ist. Und dieser Dienst ist bereits gestartet. Dienste, die gestartet sind, und das könnt ihr alles nachlesen, könnt ihr über den Befehl psax anzeigen lassen. Lassen wir das einmal weg. Das heißt, schlussendlich sind es alle Prozesse, die gerade laufen in dem System. Das seht ihr da unter der ID 12610, dass beispielsweise diese Java-Datei gestartet worden ist.
der vollständige Teil, aber kann man das natürlich auch filtern nach einem gewissen String. Das heißt, da gibt es einfach dahinter an die Pipe, das ist der senkrechte Strich. Dazu den Befehl grep und schlussendlich den Suchbefehl oder den String, den ihr verwenden wollt, um die Ausgabe zu filtern. Und ihr habt dann schlussendlich alle Einträge, nur mehr da, die entsprechend diesen Namen entsprechen, beziehungsweise diesen Namen beinhalten. Als kleiner Hinweis, aber auch das steht in der Linux, in dem Linux-Tutorial drinnen, und zwar beim ersten Login wird dieser Name, der da ganz zu Beginn steht, und zwar stewart@localhost:// nicht verfügbar sein. Ist aber aus dem Grund ganz praktisch, weil es ja ein Autocomplete mehr oder weniger, beziehungsweise einen Vorschlag habt für Befehle, wie beispielsweise, wenn ich verwenden will, was nehmen wir her, beispielsweise Java, habt ihr mit Doppelklick oder Doppeltastendruck auf Tab die Möglichkeit, euch alle Befehle ausgeben zu lassen, die mit J und A anfangen oder J, A, V, A. Mit doppelt Tab wird der Befehl vervollständigt werden, das heißt, wenn ein Befehl dahinter liegt, der eindeutig zuordnenbar ist, vervollständigt der Linux schon automatisch den jeweiligen Befehl. Wenn das nicht der Fall ist, wird eine Liste an verfügbaren Befehlen ausgegeben. Und genau diese Funktion ist standardmäßig nicht aktiviert. Da geht sie rein in das jeweilige File, in dem sie zuordnen könnt, welche sogenannte Konsole ihr verwenden wollt. Und zwar liegt es dahinter, hinter dem File /etc/passwd. Um das Gesamte aber mit Administratorrechten ausführen zu können, und Administratorrechten wird eingeleitet bzw. wird aktiviert mit dem Befehl sudo, superuser do heißt das ausgesprochen. Und mit diesem Befehl geht sie automatisch in den jeweiligen Administratormodus, ergibt das gleiche Passwort ein, das ihr auch ganz zu Beginn schon eingegeben habt. Und mit diesem Passwort, wenn man sie nicht verdippt, und jetzt habe ich mich wieder verdippt, habt ihr die Möglichkeit, dieses File zu editieren und vor allem auch wieder zu speichern. Den Editor, den wir da verwenden, oder den ich da gerade verwendet habe, ist der Editor Vim, das heißt VI Improved, und VI heißt VI. Und dieses File könnt ihr verändern, und zwar unter der Zeile stewart:x, bla 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 und so weiter und so fort. Standardmäßig steht es so da. Das heißt, hinter dem Doppelpunkt steht kein Text mehr, steht kein String mehr. Das heißt, ihr habt euch am Benutzer-Account auch keine Standardkonsole zugewiesen. Und somit kommen Funktionen wie eben dieses Autocomplete nicht mit. Das könnt ihr aber definieren, indem ihr hinten angibt bin, also /bin/bash. Ihr schaut euch vielleicht ganz oben einfach das bei dem Eintrag root ab und gebt es unten genauso ein. Das ist aber beispielsweise eine Variante, wie ihr euch aus dem System aussperren könnt. Wenn ihr dann Tippfehler macht und bin bash 4 beispielsweise eingebt und das dann speichert und euch ausloggt und wieder einloggt, geht es nicht. Dahinter wird im Wesentlichen eine Konsole zugeordnet, die nicht verfügbar ist. Und über das, dass die Konsole nicht verfügbar ist, ist auch der Login oder schlägt der Login fehl. Und zwar jetzt nicht der Login im Sinne von Username und Passwort, sondern der funktioniert im Grunde noch, aber nachher kann Linux keine zugeordnete Konsole finden, somit an nichts, wo sie irgendwelche Befehle eingeben könnt. Somit haut er euch wieder raus und die Verbindung ist geschlossen. Also ganz wichtig, einfach /bin/bash, da 7-mal kontrollieren, ob das alles passt. Und dann erst wieder speichern. Wichtig ist nachher ausloggen und einloggen, weil erst dann wird genau diese Zuordnung der Konsole aktiviert. Ihr geht raus aus der Verbindung mit dem Kürzel Exit oder ihr schließt das Konsolenfenster einfach unter Windows. Ihr verbindet euch nur einmal. Und das Passwort schaffe ich nie aufs erste Mal. Okay. Und erst dann wird die Konsole im Hintergrund aktiviert und auf die neue Konsole gesetzt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, auf die sehr angenehme Autocomplete-Funktion zuzugreifen. Gibt es dazu grundsätzlich einmal Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dem Grunde nach sind wir mit dem geplanten Programm durch.
nächste Woche eventuell auch so verfügbar? Also dem Grunde nach, wenn es irgendeine Anfrage gibt, vielleicht zuerst einmal posten einfach. Wenn es Fragen oder wenn es Themen sind, die vielleicht dem, der Allgemeinheit auch zukommen, dann werden wir es auch da nochmal posten. Wenn es konkret Fragen gibt, weil irgendwie was verbindungstechnisch nicht funktioniert, einfach auch da nochmal Kontakt aufnehmen vielleicht. Wenn es schnell gehen muss über Skype, sonst vor Ort am Institut, sollte somit kein großes Problem sein. Ja. Dann ganz kurz nochmal zur Abgabe am Ende des Semesters. Was ist notwendig? Natürlich der Programmcode. Der Programmcode, alles das, was natürlich den Service betrifft und den Client. Wichtig aber bitte, kopiert oder gebt alles raus, was irgendwie Sachen sind wie Libraries, wie irgendwelche Konfigurationsfiles, die aufgrund von Gradle mitkommen. Das brauchen wir alles nicht. Und erhöht nur sinnloserweise mehr oder weniger die Größe des Archivs, kann aber leicht schon mal in die 30, 40, 50 MB gehen, einfach alles raushauen und das ganze Ding hat wahrscheinlich dann 500 KB. Das reicht uns vollkommen, weil über die gesamte Gradle-Infrastruktur könnten wir uns eventuell das gesamte Projekt sowieso nachladen. Eine Dokumentation, dem Grunde nach, hätten wir schon gern dabei, das heißt schlussendlich ein paar Stichwörter, das war Dokumentation dazu, wie Sie vorgegangen seid, wie euch das Konstrukt ausschaut, wo ihr schlussendlich euch den Part realisiert habt, egal ob es jetzt die Service-Infrastruktur ist, das heißt den Chat-Service oder den Chat-Client. Und dazu, weil es ein ganz wesentliches Thema ist in der Architektur, ein Sequenzdiagramm. Das heißt schlussendlich, Sie überlegen, gut, in welcher Reihenfolge, in welchen Schritten funktioniert der Datenaustausch. Schlussendlich haben wir es heute, glaube ich, schon 7-mal gehört, das sind genau die Dinge, die wir da jetzt präsentiert haben. Die Komponenten, die zu einem gewissen Zeitpunkt mit einer gewissen Methode oder mit einem gewissen Datenaustausch mit gewissen anderen Actors kommunizieren, das stellt sie uns bitte einfach in einem Sequenzdiagramm dar. Das ist schlussendlich auch die Grundlage in beiden Fällen, Programmcode und Dokumentation, für das Abgabegespräch sein wird. Das Abgabegespräch ist der 28. Jänner. Das Abgabegespräch ist der 29. Jänner. Die Abgabe ist der 28. Jänner um 23.59 Uhr über die Lernplattform bitte. Pro Gruppe reicht uns eine Abgabe. Das heißt, ihr sucht euch irgendwen aus von euch zwei und derjenige lädt es dann hoch. Das Abgabegespräch passiert dann am Tag darauf, das ist der 29. Jänner, das ist von 8.30 bis 17 Uhr. Da wird es einen Parallelbetrieb geben, das heißt, der Stefan Opel, Florian Krenn und ich werden uns da jeweils 4 Stunden, glaube ich, Zeit nehmen, um die jeweiligen Projekte durchzugehen mit euch. Dazu gibt es aber noch konkrete Info von uns, was notwendig ist, beziehungsweise was erwartet wird. Und zwar wird kurz vorweggenommen erwartet, dass die Applikation einfach läuft auf irgendeinem Notebook, das sie mitbringt, damit wir anhand der Funktion dann einfach durchgehen können und ein bisschen Fragen stellen können, wo die gewissen aufrufenden Stellen im Code sind. Wie schon ganz kurz gesagt, über die Lernplattform, so wie gehabt eigentlich, die jeweiligen Abgaben, die bisher gelaufen sind, auch für das Projekt, mit dem einen Unterschied, dass, wie gesagt, nur einer von euch abgeben muss. Und nochmal der Hinweis, bitte nur den Programmcode und die Dokumentation, ohne Libraries, ohne was auch immer da alles mitkommen mag, reicht uns, wenn es euer Code ist, den ihr geschrieben habt. Weitere Termine, das Tutorial findet am 13. Dezember statt, das heißt übermorgen am Mittwoch von 3:15 bis 5 ist es jetzt mal angesetzt. Wir haben es bisher in den letzten Jahren immer so gehandhabt, dass wir nichts Konkretes vorbereiten, das heißt nicht so wie heute Einführung oder wie auch immer, wir gehen davon aus, dass Fragen kommen. Wenn keine Fragen kommen, dann wird das Ding um 13.46 Uhr vor sein. Also bitte Teilnehmerchance nutzen, probiert einfach jetzt einmal das Code-Setup einmal durch, wie auch immer, und stellt dann konkret Fragen, wann Fragen aufkommen. Eine Fragestunde, und da seht schon das, und dann führt es ein Problem, wird erst relativ kurz vor der Abgabe stattfinden. Das heißt, ihr habt zwischen der Fragestunde am 15. Jänner und der jeweiligen Abgabe nicht mehr viel Zeit, das sind knappe 2 Wochen. Habt natürlich da auch Möglichkeit zu fragen, aber habt natürlich nachher dann nicht mehr so viel Zeit, dieses Ding umzusetzen. Wenn einer ein bisschen weiß, wie die Dinge verortet sind, geht die Umsetzung relativ schnell. Die Implementierung ist jetzt kein Riesenthema, wenn man weiß, was man tut, und das ist gleichzeitig das Problem. Man muss sich einmal zurechtfinden, wie die ganzen Komponenten zusammenspielen und vor allem, wie die Actor-Systeme und Actor, die dahinter liegen, natürlich funktionieren, inklusive Syntax, um auch die entsprechenden Funktionen
nacheinander schalten zu können. Also wichtig wäre halt, dass man so bald wie möglich zumindest einmal das Codegerüst bei sich in der Entwicklungsumgebung importiert hat, dass das Projekt da ist, dass man eben die zum Arbeiten anfangen kann. Das sollte eigentlich so schnell wie möglich gemacht werden, dass man dann zumindest bei der Fragestellung am 15. Jahr dann nicht gern wissen, wie kriege ich das Gradle-Projekt in den TNG rein, sondern uns da vielleicht das Problem ansehen, wie die Codierung betrifft und so grundlegende Sachen wie die Umwelt. Da gehen wir ruhig uns anschauen, wie gehe ich mit dem Gradle um. Nur mal kurz vielleicht das Szenario erläutern, dass da jetzt nur keine konkreten programmierspezifischen Details kommen, ist auch, liegt auch nahe, ja. Aber trotzdem, dass man mal einen Start hat, wo man anfangen kann zu arbeiten. Eins und vorweggenommen, Fragen wie implementiere ich den Chat-Service, da damals ein bisschen schwer, dass wir das beantworten, ganz konkret. Das heißt, es wird keine Vorprogrammierstunde werden. Da gibt es einfach konkrete Fragen, wie gewisse Dinge zusammenspielen, vielleicht auch nochmal ein Szenario, das erläutert wird, Probleme, die wir lösen können und so weiter und so fort. Ganz kurz noch zu dem Beispielprojekt bzw. zu dem Codegerüst. Ihr kriegt das komplette IntelliJ-Projekt inklusive Metadaten, das heißt inklusive dem .idea-Folder, hat den Vorteil, dass sämtliche Konfigurationen, wie beispielsweise auch die Run-Configuration, schon alles beinhaltet ist. Ihr müsst rein theoretisch, davon gehen wir mal aus, eigentlich keine Konfigurationen mehr machen, das heißt das Gradle ist fix fertig konfiguriert. Ihr habt ja da schon die Möglichkeit, über dieses Gradle das fix fertige Char zu erstellen. Das heißt, das Char, das schlussendlich am Server kommt und ausgeführt werden muss, kommt auch da schon mit. Aber dazu dann gegebenenfalls morgen mehr, beziehungsweise nach den ersten Erfahrungen, die ihr gemacht habt, beim Import beziehungsweise bei der Programmierung dieses Projekts. Wenn es soweit keine Fragen mehr gibt, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß.